Falle einer abermaligen Verheiratung meiner innig geliebten ältesten Tochter Antonie darf angesichts der Tatsache, dass bereits an ihre erste Ehe 80.000 Mark Courant gewendet wurden, als Aussteuer die Summe von 50.000 Mark Courant nicht überschritten werden. Grünlich. Ha! Wissen Sie eigentlich, wie es sich mit dem Mann verhält, Herr Markus? Er soll nach seinem Bankrott ins Ausland gegangen sein. Wir reden nachher von Herrn Grünlich, nicht wahr? Gut. Aber du wirst mir zugeben, Tom, dass im Leben nicht alles immer mit ehrlichen und gerechten Dingen zugeht. Ja. Es ist hier noch von einigen Details Kenntnis zu nehmen. Nun, Clara. Mein Kind. Guten Tag, Onkel Justus. Ich habe für dich das Amt des Vormunds übernommen. Ja, bist du immer so ernst, mein Kind? Vor 2 Wochen ist mein Vater gestorben. Willkommen, Geheim. Na? Oh, warte. Ich habe etwas mitgebracht für dich. Voila! Und er hat nichts mehr sagen können, bevor er starb? Line, sagst du, hat ihn gefunden. Und als ihr zu ihm kamt, wie war das? Wie sah er aus? Gott, Toni. Sag mal, kennst du das Gefühl, wenn man einen harten Bissen verschluckt? Und es tut den ganzen Rücken hinunter weh. Ja, das ist etwas ganz Gewöhnliches. Man trinkt einen Schluck Wasser. So? Na, ich glaube nicht, dass wir dasselbe meinen. Zug des Planat, da ging so ein Lütje der. Christian. Ja, so. Christian, mein Junge! Mama! Ha, Christian ist da! Clara, du bist ja groß geworden. Bist du gesund? Ja, gewiss, Mama. Dieses grässliche Klima dort drüben. Du musst hier bleiben, hier arbeiten. Wo bist du besser aufgehoben als im Geschäft eines seligen Vaters? In Toms Geschäft, nicht warten. Willkommen daheim, mein Junge. Weißt du noch, was mal gestern das Tengel in der Schule zu Sigmund Köstermann gesagt hat? Äußerlich, mein gutes Kind, äußerlich bist du glatt und geleckt. Ja, aber innerlich, mein gutes Kind, da bist du schwarz. Ja.
Ich kann gar nicht sagen, wie gern ich im Theater bin. Schon das Wort Theater macht mich geradezu glücklich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Gefühl kennt. Ich könnte stundenlang still sitzen und den geschlossenen Vorhang ansehen. Schon das Stimmen der Orchesterinstrumente. Ich würde ins Theater gehen, nur um das zu hören. Besonders gern habe ich die Liebesszenen. Einige Liebhaberinnen verstehen es, den Kopf des Liebhabers so zwischen beide Hände zu nehmen. In London und Valparaiso habe ich viel mit Schauspielern verkehrt. Und im Theater, da achte ich auf jede ihrer Bewegungen. Das ist sehr interessant. Einer sagt sein letztes Wort, dreht sich in aller Ruhe um und geht ganz langsam und sicher und ohne Verlegenheit zur Tür. Obgleich er weiß, dass die Augen des ganzen Theaters auf seinem Rücken liegen. Wenn man das kann, was wird ja nicht im Stadttheater gespielt? Ist hier eine gute Truppe? Ich weiß nicht. Ich kümmere mich nicht darum. In London, da kannte ich eine Café-Konzertsängerin. Die trat mit einer gepuderten Perücke auf und sang das Lied That's Maria. Also Maria, wisst ihr, ist die Allerschlimmste. Das Laster. That's Maria, that's Maria, that's Maria. Ach sieh, Christian. Das interessiert uns durchaus nicht. Du hast ja nicht miterlebt, wie Vater gestorben ist. Als wir hinunterkamen und Papa dort fanden, mit offenem Mund, die Augen starr. Was sagte das Mädchen? Wie hat Vater nur noch machen können? Also gelb sah er aus. Ah. 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 Ah.
Presley. Manchmal kann ich nicht schlucken. Nein, nein, da ist nichts zu lachen. Ich finde es furchtbar ernst. Mir fällt ein, dass ich vielleicht nicht schlucken kann. Und dann kann ich es wirklich nicht. Der Bissen sitzt schon ganz hinten. Aber dies hier, der Hals, die Muskeln, das versagt ganz einfach. Es gehorcht dem Willen nicht, wisst ihr? Die Sache ist, ich wage nicht einmal, es ordentlich zu wollen. Christian, mein Gott, was für dummes Zeug. Du wagst nicht, schlucken zu wollen. Nein, du machst dich ja lächerlich. Was erzählst du uns da eigentlich alles? Das sind die Nerven. Es war höchste Zeit, dass du nach Hause kamst. Das Klima drüben hätte dich krank gemacht. Wir werden also zusammenarbeiten, mein Junge. Soviel ich weiß, bist du mit Mamas Wunsch im Einverständnis, nicht wahr? Na, wie du weißt, ist Markus mein Kompagnon geworden. Gegen die Quote, die seinem eingezahlten Vermögen entspricht. Ich denke mir, dass du äußerlich, als mein Bruder, ungefähr seinen früheren Platz einnehmen wirst. Eine Prokuristenstellung. Wenigstens repräsentativ. Was deine Beschäftigung betrifft, so weiß ich ja nicht, wie weit deine kaufmännischen Kenntnisse fortgeschritten sind. Ich denke mir, dass du bislang ein bisschen gebummelt hast, wie? Jedenfalls wird dir in der Hauptsache die englische Korrespondenz am meisten zusagen. Dann aber muss ich dich um eines bitten, mein Lieber. In deiner Eigenschaft als Bruder des Chefs nimmst du natürlich tatsächlich unter den übrigen Angestellten eine bevorzugte Stellung ein. Aber ich brauche dir nicht zu sagen, nicht wahr? Dass du ihn vielmehr durch Gleichstellung und energische Pflichterfüllung imponierst, als indem du von Vorrechten Gebrauch machst und dir Freiheiten nimmst. Also, die Kontorstunden innehalten und immer die Ohr wahren. Wie? Einverstanden, Tom. Chef. Moin. Guten Morgen, Herr Budmark. Morgen, Markus. Moin, Herr Budmark. Moin, Captain Hansen. Morgen, Tom. Guten Morgen. Eins nach rechts, Captain Hansen. Ja, eins klar, Herr Budmark. Wann kommt sehr gut? Morgen früh, Herr Budmark. Wenn ihr wollen, wer bei einem Hochen kommt, schauen wir mal diese Nachricht geben. Ja, ist in Ordnung. Danke, Herr Budmark. Morgen. So, was nimmt ihr denn hier? Tom? Ich kann also Rogers & Company in London schreiben, dass wir bei 60 Taler für das Ruder akzeptieren. Einen Augenblick, Captain Hansen. Ja. Kennt ihr Johnny Thunderstorm?
keiner von uns. Habt ihr herausgefunden, wieso sie nach Valparaiso verschlagen hat? Ein Bummeland, ein unglaublicher Kerl, den ich, Gott verdammt mich, niemals habe arbeiten sehen. Und doch ein sehr gewandter Kaufmann. Lieber Gott, bei der Hitze. Na, der Chef kommt ins Kontor. Wir liegen 8 Mann wie die Fliegen umher und rauchen Zigaretten, um wenigstens die Moskitos wegzujagen. Du lieber Gott. Nun, sagt der Chef, Sie arbeiten nicht, meine Herren? No, Sir, sagt Johnny Thunderstorm. Wie Sie sehen, Sir. Und dabei blasen wir ihm alle unseren Zigaretten rauf ins Gesicht. Du lieber Gott. Ich habe auf dich gewartet. Onkel Gotthold liegt im Sterben. Du kommst doch mit. Ich bin nicht in Ordnung, Thomas. Es geht mir nicht gut. Ich kann es nicht. Ich kann es nun nicht mehr. Wirst du Konsul? Nach Onkel Gotthold wirst du Konsul der Niederlande. Mit Amt und Würden. Endlich. Gratuliere. Mit Van Hengtum. Herr Konsul macht uns Schwierigkeiten. Ist er immer noch nicht perfekt? Hagenström hat uns wesentlich unterboten. Wie kann er? Er muss doch verlieren bei einem solchen Geschäft. Der Mann ist ein Spekulant. Dankeschön. Van Hengtum suche ich auf, sobald ich in Amsterdam eingetroffen bin. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise, Herr Konsul. Ich bin sicher, Sie werden mich hier gut vertreten, Markus. Ja, bitte. Guten Morgen. Tom! Gib auf dich Acht, mein Junge. Sei unbesorgt, Mama. Ich werde Gesellschaften bei Van Hengtums und Möhens besuchen. Gleich nach meiner Ankunft muss ich mich in Gala werfen
um einem Dinner bei Herrn van der Kellen beizuwohnen. Mein früherer Prinzipal gibt das Essen zu Ehren der Familie Arnoldsen. Vergiss nicht, Gerda Arnoldsen meine lieben Grüße zu bestellen. Ja. Ich denke oft an unsere Pensionszeit bei Sesimi Weichbrot. Gerda spielte so schön Geige. Du musst Gerda unbedingt von mir grüßen. Mogig mein der. Du wirst mir fehlen. Leb wohl, Mama. Tom, nimm mich mit auf die Reise. Adieu, Toni. Bleib gesund. Thomas ist... Schon gesungen. Diese Pastoren und Missionare. Ida, ich habe Mutters Dunkelmänner satt. Die wenden lange Gebete vor und fressen der Witwen Häuser. Oh Gott, man soll seinem Nächsten nichts Übles anhängen. Gut. Aber das eine darf man doch sagen, dass nicht alle, die einen langen Rock tragen und Herr, Herr murmeln, immer ganz makellos sind. Welch köstliche Erkenntnis. Oh Gott, ich war eine dumme Gans früher. Ein dummes Ding, Ida. Aber das Leben hat mir das Vertrauen zu den Menschen genommen. Die meisten sind Filus. Ja, das ist leider wahr. Grünlich. Wir fertigen Handarbeiten an, die wir am Ende des Jahres in einem Bazar verkaufen. Der Erlös wird zu Missionszwecken nach Jerusalem geschickt. Jerusalems Abend. Welch hübsches Wort. Frau Senator Langhals nimmt teil und Madame Stüving. Jedoch, vor Jesu ist kein Rang und kein Unterschied. Auch die Schwestern Gerhard und... Erbarmen Sie sich, Frau Konsulin. Welch einen Schatz und Gottessegen besitzen Sie an Ihrer Tochter Clara. Sie erweisen uns eine große Liebenswürdigkeit. Der Schinken heute Mittag war zu gut. Und die Schalottensauce... Köstlich. Mein Amtsbruder Pastor Jonathan, dessen gütige Empfehlung ich mein Hiersein verdanke, wusste in Weimar schon von dieser Schalottensauce zu schwärmen. Erzählen Sie mir doch ein wenig von Ihrer Heimatstadt, mein lieber Herr Pastor. Sie sind aus Riga gebürtig? Ja, ich stamme aus einer Riga-Kaufmannsfamilie. Meine Mutter war bei Gott, doch Vater lebt als Privatier mit einem auskömmlichen Vermögen, welches einstmals mir zufallen wird, da ich keine Geschwister habe. Die Predigerstelle in meiner alten Heimat, die ich von hier aus antrete, sichert mir, ich darf es noch erwähnen, auf alle Tage ein hinreichendes Einkommen. Wie angenehm. Thank you.
Vielen Dank. Soll Clara warten, bis jemand kommt, der eine Schönheit und außerdem eine gute Partie ist, Toni? Ach ja, Mutter. Wie das Leben so geht. Gott sieht in die Herzen, Toni. Wir dürfen ihm vertrauen. Deine Schwester wird ihr Glück finden. Sie macht eine ehrliche Partie. Gott befohlen. Das Vermögen meines Vaters wird mir zufallen. Es wird keinen großen Luxus erlauben, aber es genügt, wenn man bescheiden ist. Und dass Sie das sind, meine teure Clara, dazu klug und herzensgut, das weiß ich seit unserer ersten Begegnung. So darf ich denn die Frage stellen, Clara, würden Sie meinen Antrag annehmen? Wenn Mama uns ihren Segen gibt, ja, sie wird. Wer hätte gedacht, dass Ihr Eingang und Aufenthalt in unserem Haus so wunderbar gesegnet sein werde? So darf ich noch einmal wiederholen, dass ich Claras Hand... Mein lieber Herr Pastor, Ihr Antrag entspricht meinen mütterlichen Wünschen. Und Sie Ihrerseits haben nicht schlecht gewählt, dessen kann ich Sie versichern. Ich möchte heute mein letztes Wort noch nicht sprechen, denn es gehört sich, dass ich zuvor meinem Sohn Thomas schreibe, der sich, wie Sie ja wissen, in Amsterdam befindet. Gott hat mich gelehrt, mein Herz in Geduld zu üben. Doch er wird mir verzeihen, wenn ich die Nachricht des Herrn Konsuls mit Ungeduld erwarte. Sie reisen bei Leben und Gesundheit morgen nach Riga ab, um Ihr Amt anzutreten. Und wir werden uns für 2 Wochen an die See begeben. Sie hören in Bälde von mir. Ich danke Ihnen sehr. Gebe der Herr, dass wir uns alle glücklich wiedersehen. Amsterdam, den 20. Juli 1856. Meine liebe Mutter, nun ist es 5 Tage her, dass ich mich vormittags zu Herrn Arnoldsen begab, um mir die Erlaubnis zu erbitten, um die Hand seiner Tochter zu werben. Er hat ihr einige Zeit zum Besinnen gelassen. Ich glaube, er hat ihr aus argem Egoismus sogar abgeraten. Aber es hilft nichts. Ich bin der Auserwählte. Und seit gestern Nachmittag ist die Verlobung perfekt. Was die Partie betrifft, ach, ich ängstige mich beinahe davor, dass die ganze Stadt mich pfiffig anblinzeln wird, wenn man von der Partie erfährt. Denn mein zukünftiger Schwiegervater ist Millionär. Es gibt so viel Halbes in uns, das so oder so gedeutet werden kann. Ich liebe und verehre Gerda mit Enthusiasmus. Aber ich bin durchaus nicht gesonnen, tief genug in mich selbst hinabzusteigen, um zu ergründen, ob die hohe Mitgift, die man mir gleich bei der ersten Vorstellung in ziemlich zynischer Weise ins Ohr flüsterte, zu diesem Enthusiasmus beigetragen hat. Schon übermorgen reise ich ab, aber ich nehme das Versprechen der Arnoldsens mit, dass sie uns im August besuchen werden. Und dann wirst du nicht umhin können, zuzugestehen, dass sie die Rechte für mich ist. Mutter, sollte nicht auch Sievert zu Besuch kommen, wenn die Familie Arnoldsen bei uns eintrifft? Ich wünsche Tom alles Glück, doch wir dürfen Sievert nicht vergessen. Natürlich wird auch Herr Tiburtius da sein. Ich schreibe dem Pastor noch heute und lade ihn ein. Sei unbesorgt. Ich schließe, liebe Mutter, diesen Brief in Anbetracht des Umstandes, dass wir uns schon bald mündlich über mein Glück werden bereden können. In treuer Liebe, dein gehorsamer Sohn Thomas.
Hochverehrte, nicht versäumen darf es mein bescheiden Lied, euch zu nahen in diesen Räumen, die der Himmel euch beschied. Tüchtigkeit und Züchtgeschöne sich vor unserem Blick verbannt, Venus Anadyomene und Vulcani fleißge Hand. Keine trübe Zukunft störe eures Lebens Fröhlichkeit. Jeder neue Tag gewähre euch stets neue Seligkeit. Er war ein Poet, der alte Jean-Jacques Hofstede. Lebet wohl im prächtigen Hause und behaltet wert und lieb den, der in geringer Klause heute diese Zeilen schrieb. Gelegentlich der freundschaftlichen Teilnahme an dem frohen Einweihungsfeste des neu erworbenen Hauses der Familie Buddenbrook, Oktober 1835. Vor 20 Jahren. Hier haben wir gesessen und dort drüben im Speisesaal. Euer Großvater hat die Flöte geblasen und ihr wart noch so klein. Hier, das hat der Großvater von unserem Vater geschrieben. Mein Sohn sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können. Hübsch, nicht? Antonie verlobte sich am 22. September 1845 mit... Nun ja, ihr wisst, ich nehme den Namen jener Person nicht gern in den Mund. Wie es im Leben so geht. Ich wollte nicht glauben, dass meine Tochter jemals bereit sein würde, Amsterdam zu verlassen. Aber durfte ich ihrem Glück im Wege stehen? Meine liebe, schöne, gesegnete Tochter, du wirst ihn glücklich machen. Sehe ich nicht schon, wie glücklich du ihn machst? Verzeih mir mal, dass ich darauf zurückkomme. Aber sollte man nicht doch die Hochzeit noch in diesem Jahr? Bitte, Tom. Sievert und Clara haben das Prävenir. Nein, dass Vater dies nicht mehr erlebt. Es ist zum Heulen, weißt du? Tom hat es gut gemacht. Mein Gott, wie hat er es gut gemacht? Gleich nach der Weihnacht sollte Claras Trauung mit allem Aufwand gefeiert werden. Während die Hochzeit in Amsterdam, der bei Leben und Gesundheit auch die Konsulin beizuwohnen gedachte, bis zum Beginn des nächsten Jahres verschoben werden musste. Pastor Tiburtius und seine Braut verzichteten auf eine Hochzeitsreise. Gerda und Thomas aber wollten etwa 2 Monate abwesend sein. Sie wurden sich einig über eine Route durch Oberitalien nach Florenz. Unterdessen sollte Toni das hübsche kleine Haus in der Breitenstraße bereit machen, das der Konsul von einem nach Hamburg verzogenen Junggesellen erworben hatte. Seid ihr, wie ihr so weit herumgekommen seid. Gerda, du bist noch schöner geworden. Komm,
Lass dich küssen. Nein, auch auf den Mund. Willkommen, alter Tom. Ja, du bekommst auch einen Kuss. Ich kann es gar nicht erwarten, euch das neue Haus zu zeigen. Ihr werdet überrascht sein. Silke, pass auf den Hutkoffer auf. Parterre werdet ihr vorläufig weniger gebrauchen. Vorläufig? Hier geht es in die Küche, Speisekammer und Wirtschaftsräume. Markus sagt, geschäftlich sei hier alles sehr gut gegangen unterdessen. Mutter erwartet euch in der Mainstraße. Der Salon? Das Speisezimmer? Wie du es gewünscht hast, mit einem Pianoforte. Bad, Ankleidezimmer und Schlafzimmer befinden sich eine Treppe höher. Oh, ich will euch alles zeigen. Aber zuvor macht ihr es euch bequem. Wollt ihr einen Tee haben, ein Bad? Es ist alles bereit. Ihr werdet euch nicht zu beklagen haben. Ich habe getan, was ich konnte. Ihr sollt es vornehm haben. Hier will ich bleiben. So, da bin ich. Gerda möchte noch eine halbe Stunde ruhen. Sie hat Kopfschmerz. Wie geht es Erika? Es geht ihr gut. Sie ist bei Sesemi im Pensionat. Ach so. Wie hübsch du alles gemacht hast. Es fehlt nichts, als dass meine Frau ein paar Palmen für ihr Zimmer bekommt und dass ich mich nach einigen brauchbaren Ölgemälden umsehe. Unseren herzlichsten Dank. Auch Gerlas. Für all deine Mühe, du Gute. Geht es dir? Was hast du getrieben unterdessen? Ach, Tom, was soll ich treiben? Mein Leben liegt hinter mir. Ach, Unsinn, Toni. Du mit deinem Leben. Ach, Tom. Die Beschäftigung mit diesem Haus hat mir Freude gemacht. Und du glaubst nicht, wie glücklich ich über eure Rückkehr bin. Aber ich bin nicht gern zu Hause, weißt du? Ich bin noch nicht alt genug, um mit Mutters Dunkelmännern Busenfreundschaft zu schließen. Ich verstehe. Wir langweilen uns wohl ziemlich stark. Ich glaube nicht an diese schwarzen Herren, Tom. Wir alle sind schwache Menschen mit sündigem Herzen. Und wenn sie mitleidig auf mich, armes Weltkind, herabsehen wollen, so lache ich sie aus. Du fühlst dich ein wenig vereinsamt, wie? Aber höre, du hast doch Erika. Ja, Tom. Und ich liebe das Kind von ganzem Herzen. Aber siehst du, ich bin offen zu dir. Wenn ich Erika vor mir habe, muss ich beständig denken, du bist eine alte Frau mit einer großen Tochter und das Leben liegt hinter dir. Ich halte nichts von Worte machen. Was sehr hübsch von dir ist, Toni. Ich bin eine geschiedene Frau. Du kannst tun, was du willst. Du kannst Geld verdienen. Du kannst der erste Mann in der Stadt werden. Die Leute werden immer noch sagen, seine Schwester ist übrigens eine geschiedene Frau. Julchen Möllendopf, geborener Hagenström, grüßt mich nicht. Nun, sie ist eine Gans. Aber so geht es bei allen Familien. Ich bin noch jung. Mama kann mir nicht mehr viel mitgeben, aber es ist immer noch ein schönes Stück Geld. Wenn ich mich wieder verheiratete, glaubst du, dass das so völlig ausgeschlossen wäre? Oh, keineswegs. Ich habe niemals aufgehört, damit zu rechnen, Toni. Bin ich nicht noch ziemlich hübsch?
Offen gestanden, Tom, es ist mein lebhafter Wunsch. Damit wäre alles in Ordnung. Der Fleck wäre ausgelöscht. Vor allem ist es nötig, dass du erst einmal ein bisschen hinauskommst. Dich damit aufmunterst. Abwechslung hast. Während eurer Abwesenheit hätte ich beinahe eine Stelle als Gesellschafterin in Liverpool angenommen. Hättest du es empörend gefunden? Aber immerhin etwas fragwürdig. Kurz, es hat sich zerschlagen. Ich schickte der Mrs. mein Konterfei und sie musste auf meine Dienste verzichten, weil ich zu hübsch sei. Es sei ein erwachsener Sohn im Haus. Sie sind zu hübsch, schrieb sie. Ich habe mich niemals so amüsiert. Aber nun habe ich etwas anderes in Aussicht genommen. Ich bin eingeladen worden von Eva Evers nach München. Du weißt, ich war mit ihr bei Sesame im Pensionat. Sie heißt jetzt Eva Niederpower und ihr Mann ist Brauereidirektor. Genug, sie hat mich gebeten, sie zu besuchen. Erika bleibt bei Sesame im Pensionat. Dort ist sie ausgezeichnet aufgehoben. Hättest du etwas dagegen? Gar nicht, Toni. Jedenfalls ist es nötig, dass du einmal wieder in neue Verhältnisse kommst. Ja, das ist es. Aber nun du, Tom, erzähle. Oh Gott, wie musst du glücklich sein? Ja, Toni, du kennst mich. Ich hätte schlecht zum Junggesellen getaugt. Alles Junggesellentum hat einen Beigeschmack von Bummelei und Isoliertheit. Und ich besitze einigen Ehrgeiz, wie du weißt. Ich halte meine Karriere weder geschäftlich noch, sagen wir scherzeshalber, politisch für beendigt. Aber das rasche Vertrauen der Welt gewinnt man erst, wenn man Hausherr und Familienvater ist. Dennoch hat es an einem Haar gehangen. Ich habe es lange Zeit nicht für möglich gehalten, auf der Welt eine passende zu finden. Ich bin ein bisschen wählerisch, weißt du. Aber Gerdas Anblick gab den Ausschlag. Ich sah sofort, dass sie die Einzige war. Ausgemacht sie. Obgleich ich weiß, dass einige Leute in der Stadt mir böse sind ob meiner Wahl. Sie ist wundervoll. Sie ist eine Künstlernatur. Ein eigenartiges, rätselhaftes Geschöpf. Kurz, es ist nicht der gewöhnliche Maßstab, an sie zu legen. Du hast es wundervoll gemacht. Alle werden dich beneiden, Tom. Alle Familien. Auch die Hagenströms. Es war eine lange Reise. Willkommen zu Hause.
München, 12. Juni 1857. Meine liebe Mama, ich bitte um Verzeihung, denn es ist eine Schande, dass ich noch nicht geschrieben habe. Ich bin zu sehr in Anspruch genommen von allem, was es hier zu sehen gibt. Eva ist sehr lieb zu mir. Und Herr Niederpower, der Brauereidirektor, ist ein gemütlicher Mann. München gefällt mir ganz ausnehmend. Die Luft soll sehr nervenstärkend sein. Und mit meinem Magen ist es im Augenblick ganz in Ordnung. Ich trinke viel Bier, aber an das Essen kann ich mich noch nicht recht gewöhnen. Es gibt zu wenig Gemüse und zu viel Mehl. Zum Beispiel Soßen, deren sich Gott erbarmen möge. Überhaupt muss man ja an mancherlei sich erst gewöhnen. Man befindet sich eben in einem fremden Lande. Da ist die ungewohnte Münze, da ist die Schwierigkeit, sich mit den einfachen Leuten, dem Dienstpersonal, zu verständigen. Denn ich spreche ihnen zu rasch und sie mir zu kauderwelsch. Und dann ist da der Katholizismus. Ich hasse ihn, wie ihr wisst, ich halte gar nichts davon. Oft sieht man hier Mönche auf der Straße, aber stelle dir vor, Mama, gestern fuhr in der Theatiner Straße irgendein höherer Kirchenmann in seiner Kutsche an mir vorüber. Vielleicht war es der Erzbischof, ein älterer Herr, genug. Und dieser Herr wirft mir aus dem Fenster ein paar Augen zu, wie ein Gardeleutnant. Du weißt, Mutter, ich halte nicht so große Stücke auf deine Freunde, die Missionare, aber Tränentrischke ist sicherlich nichts gegen diesen Zwittier von einem Kirchenfürsten. Ja, Tom, du lachst. Echt, Toni? Wieso, Tom? Na, sollte sie nicht ein bisschen provoziert haben? Zur Prüfung? Ich kenne doch meine Schwester. Jedenfalls hat dieses Paar Augen sie köstlich amüsiert. Was wohl die Absicht des alten Herrn gewesen ist. Möchtest du etwas essen? Danke, Mama. Ich esse später mit Gerda. Sie lässt dich grüßen. Danke. Sie hat Migräne. Vorgestern hatten Niederpowers Abendgesellschaft. Sogar ein Hofopernsänger war da, welcher Lieder sang. Und ein junger Kunstmaler, der mich bat, mich von ihm porträtieren zu lassen, was ich aber ablehnte, da ich es nicht für passend halte. Am besten habe ich mich mit einem Herrn Permaneder unterhalten. Hättest du jemals gedacht, dass jemand so heißen könnte? Hopfenhändler, ein netter, spaßhafter Mann in gesetzten Jahren und Junggeselle. Ich hatte ihn zu Tisch und hielt mich an ihn, weil er der einzige Protestant in der Gesellschaft war. Denn obgleich er ein Münchner Bürger ist, stammt seine Familie aus Nürnberg. Ein Prosit auf alle ehrlichen Kaufleute, Christian. Ein Prosit auf den Kaufmannsstand. Der Kaufmannsstand ist doch ein schöner Ruf. Ich bin wahrhaftig ganz dafür geboren. Man kommt morgens früh ins Kontor, man sieht die Zeitung durch, man raucht, denkt an dies und jenes. Und wie gut man es hat. Nehmt einen Cognac und arbeitet mal eben ein bisschen. Man schreibt. Man hat Firmenpapier, eine gute Feder, Lineal, Papiermesser, Stempel. Alles ist prima, Sorte. Ordentlich. Und damit erledigt man alles. Emsig. Nach der Reihe. Eins nach dem anderen. Bis man schließlich zusammenpackt. Morgen ist auch noch ein Tag. Und wenn man zum Abendbrot hinaufgeht, da fühlt man sich so durchdringend zufrieden. Die Hände fühlen sich zufrieden. Hast du das gehört? Die Hände fühlen sich zufrieden. Du bist ja ein richtiger Dichter, Krischer. Die Hände fühlen sich zufrieden. Ja.
rede ich mir. So geht es nicht weiter. Man kann doch mal einen Fehler machen. Korrigieren Sie das bitte, Markus. Benehmen ist im höchsten Maße lächerlich. In Valparaiso besaß jeder Kontorist einen Fächer. Schon der Hitze wegen. Das Pulver hat mir Dr. Grabo verordnet. Zur Erleichterung der Respiration. Da kann es sich nicht erklären. Eine gewisse Trägheit gewisser Muskeln, meint er. Die albernen Ergebnisse deiner widerwärtigen Selbstbeobachtung. Ja, ich mach dann später weiter. Und du meinst, dass der Club deiner Gesundheit zuträglicher ist?
Toni, willkommen. Helga, holst du dir Bagagestummerrut und bring natürlich Kutsch. Hattest du eine gute Reise? Ach Tom, was habe ich in München nicht alles zu sehen bekommen? Ich muss dir alles erzählen. Eva war so lieb zu mir. Lass dich an. Du bist doch nächst gern noch immer die Schönste in der Familie. Mein Gott, eine alte Frau so zu verhöhnen. Ich hasse dich, Tom. Du, Toni, was war denn nun wirklich? Ida? Ja, Tonichen? Ich kann nicht schlafen, will ich dir sagen. Ich muss so viel denken. Trink 7 Schluck Wasser, dreh dich rechts und zähl bis 1000. Meinst du, er wird kommen? Soll schon sehen, Tonichen, Kindchen, soll schon sehen. Er wird doch wohl kein Dujak sein wollen. Wie heißt der noch? Permaneder. Alois Permaneder. Kleines Jeu machen, wie er sich ausdrückte. Wie steht der Rocken? Der neue Kurs ist 55 Taler. Und fällt immer noch? Ja. Schön. Wir werden noch warten. Wieder da. Tom? Na, da wollen wir mal wieder ein bisschen arbeiten. Zwei Worte, mein Lieber. Bitte? Du musst mich ein paar Schritte begleiten, mein Freund. Schön. Heute Vormittag in der Harmonie von einer Bemerkung erzählt, die du gestern Abend im Club hast fallen lassen. Die Blamage hat nicht auf sich warten lassen. Es ist dir eine klägliche Abfertigung zuteil geworden. Hast du Lust, dich zu erinnern? Ja. Hm. Tommy, muss dir sagen, ich habe mich für Hagenström geschämt. Du hast dich für... Aber das ist... Hör mal. Du sagst in einer Gesellschaft, die sowohl aus Kaufleuten als aus Gelehrten besteht, dass alle es hören können. Eigentlich, und bei Lichte besehen, seid auch jeder Geschäftsmann ein Gauner. Du selbst ein Kaufmann, Angehöriger einer Firma, die aus allen Kräften nach absoluter Integrität, nach makelloser Solidität strebt. Lieber Himmel, aber Thomas, ihr macht es Spaß. Obgleich, eigentlich, Spaß? Ich bilde mir ein, einen Spaß zu verstehen. Aber du hast ja gesehen, wie dieser Spaß verstanden worden ist. Ich meinerseits halte meinen Beruf sehr hoch, hat Hagenström dir geantwortet. Und du, ein verbummelter Mensch, der von seinem eigenen Beruf nichts hält? Ja, tja, Tom, was sagst du dazu? Die ganze Gemütlichkeit, die war plötzlich zum Teufel. Und wer hat dir das eigentlich erzählt? Was tut das zur Sache? Hagenström hat die Gelegenheit benutzt, uns, ja, nicht nur dir, sondern uns eins zu versetzen. Denn weißt du, was sein Ich meinerseits bedeutet?
Solche Erkenntnisse verschaffen Sie sich wohl im Kontor Ihres Bruders, Herr Buddenbrock. Das bedeutet es, du Esel! Na, Esel. Es soll mir gleichgültig sein, wenn du dich persönlich lächerlich machst. Und womit machst du dich nicht lächerlich? Nur das sage ich dir. Ich verbiete es dir, die Firma in einer Weise zu kompromittieren, wie du es gestern Abend getan hast. Alle Kaufleute sind Schwindler, sagst du. Gut. Bereust du es, Kaufmann geworden zu sein? Du hast doch damals von Vater die Erlaubnis erwartet. Tja, Tom. Ich würde wahrhaftig lieber studieren. Auf der Universität. Weißt du, das muss ja nett sein. Man geht hin, wenn man Lust hat, ganz freiwillig. Man setzt sich, hört zu. Wie im Theater. Wie im Theater? Du erfrechst dich, eine solche Bemerkung von dir zu geben? Du, der du keine Ahnung davon hast, was Arbeit ist? Die Rolle des Weiberhelden genügt dir nicht mehr. Zuerst treibst du dich herum mit dieser Person. Aline ist keine Person, Thomas. Mit dieser Person? Doch nicht genug. Jetzt gehörst du auch noch ins Clown, ins Café Chantant. Ja, Tom. Vielleicht ist es wahr. Vielleicht hast du das doch richtig ausgedrückt. Das ist der Unterschied zwischen uns. Siehst du? Also siehst du es an? Tom, du bist auch gerne ins Theater gegangen und du hast früher, also unter uns gesagt, auch deine Techtelmechtel gehabt, aber du hast es immer verstanden, das alles mit der ordentlichen Arbeit und dem Ernst des Lebens zu verbinden. Das geht mir ab. Siehst du? Ich werde von dem anderen, von dem Kram ganz und gar aufgebracht. Ich behalte für das Ordentliche gar nichts übrig. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Also das gibst du kleinlaut zu. Und dennoch lässt du alles beim Alten. Gehe hin und verjügle dein Leben, wie du es bisher getan. Aber du kompromittierst uns. Uns alle, wo du gehst und stehst. Du bist ein Auswuchs. Eine ungesunde Stelle am Körper unserer Familie. Du bist von Übel hier in dieser Stadt. Und wenn dieses Haus mein eigen wäre, ich würde dich hinausweisen. Zu dir hinaus. Sprichst du mit mir? Was habe ich dir getan? Du brauchst mich nicht hinauszuwerfen. Ich gehe schon von selbst. Pfui! Christian! Christian! Du kannst mir glauben, dass diese Unterredung mir aufrichtig leid tut. Aber sie musste einmal stattfinden. Solche Szenen innerhalb der Familie,
sind etwas Fürchterliches. Aber aussprechen mussten wir uns einmal. Und wir können ganz gelassen über diese Dinge reden. Du gefällst dir also nicht in deiner jetzigen Position, wie ich sehe. Nicht wahr? Nein. Tom. Ja, das hast du richtig erkannt. Siehst du, zu Anfang, da war ich ja außerordentlich zufrieden. Ich hab's hier auch besser als in einer fremden Firma, aber was mir fehlt, das ist die Selbstständigkeit. Das glaube ich. Ich hab dich immer beneidet. Wenn ich dich sitzen sah und arbeiten. Denn das ist eigentlich gar keine Arbeit für dich. Du arbeitest nicht, weil du musst, sondern als Herr und Chef. Und lässt andere für dich arbeiten. Du machst deine Berechnungen und regierst. Und bist frei. Das ist ganz etwas anderes. Christian. Es steht doch auch dir frei, dich selbstständig oder selbstständiger zu machen. Du weißt, dass Vater dir so gut wie mir ein vorläufiges Erbteil von 50.000 Courantmark ausgesetzt hat. Und dass ich selbstverständlich in jeder Sekunde bereit bin, dir diese Summe zu einer vernünftigen und soliden Verwertung auszuzahlen. Es gibt in Hamburg oder wo auch immer sichere Geschäfte, die einen Kapitalzufluss gebrauchen können. Und in die du als Teilhaber eintreten könntest. Wie denkst du über Burmeister und Kompagnon in Hamburg? Im- und Export. Ich kenne den Mann. Ich bin überzeugt, dass er zugreifen würde. Denk mal drüber nach. Mein lieber Krishan. Du bekommst heute von uns diesen Orden verliehen für hervorragende Dienste um... Na, Krishan, du weißt schon. Um die rote Laterne. Bravo, bravo. Bravo, Krishan. Lissy, Jeanette, Tantchen und von der glutäugigen Aline Pufvogel, die du im Sturm erobert hast. Dein Umzug nach Hamburg ist ein schwerer Verlust für uns, für das Tivoli, den Club und das Theater. Die freiere Geselligkeit der ganzen Stadt wird dich sehr vermissen. Also, leider los, meine Herren. Krishan, einsteigen. Einsteigen! Krishan, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Krishan! Wieder! Krishan! Let's Maria! Ja! Let's Maria! Ja, let's Maria. I put my hand all on her knee, she says to me, do you want to see? I put my hand all on her thigh, she said to me, do you want to try? I put my hand all on her filly, she said to me, do you want to belly? I put my hand all on her head, she says, you want my maid. Grüß Gott. Tag. Gehen Sie bitte schon sein, so gut, bringen Sie das Kartel da der gnädigen Frau. Bitte? Die Karte der gnädigen Frau. Bitte.
Noppe und Company? Was soll dies, Liebe? Was bedeutet das? Ja, Frau Konselin, da wären Herr. Aber er riet nicht Deutsch. Und ist auch gar zu snacks. Konsuln lädt beten. Ja, bitte. Familie. Guten Morgen. Wollen Sie nicht näher treten? Ich bin so frei. Mein Name ist Permaneder. Ich bin die Kompanie. Ich bitte, gnädige Frau, um Verzeihung wegen der Karte. Ich habe halt keine andere nicht bei der Hand gehabt. Alois Permaneder aus München. Herr Permaneder, Sie sind es. Vielleicht hat die gnädige Frau schon von der Frau Tochter meinen Namen gehört. Gewiss hat meine Tochter uns von Ihnen erzählt, bitte. Ich weiß, wie sehr Sie dazu beigetragen haben, ihr den Aufenthalt in München angenehm und unterhalten zu machen. Und Sie sind in unsere Stadt verschlagen worden. Ja, ja, keine Chance. Da tun sich die gnädige Frau halt wundern. Ja, mein lieber Herr Permaneder, das ist wahr. Es ist heute ein Kreuz. Wie beliebt? Ein Kreuz ist. Nett. Darf man fragen, was Sie so weit hergeführt hat, lieber Herr? Es ist eine tüchtige Reise von München. Ein Geschäft halt, gnädige Frau, ein kleines Geschäft. Mit der Brauerei zur Walkmühle. Oh, richtig. Sie sind Hopfenhändler, mein lieber Herr Permaneder. Noppe und Company, nicht wahr? Aber nun soll man meine Tochter benachrichtigen. Seien Sie überzeugt, ich habe von meinem Sohn, dem Konsul, hier und da viel Vorteilhaftes über Ihre Firma gehört. Aber die Hauptsache ist halt, dass ich allweil den Wunsch gehabt habe, der gnädigen Frau meine Aufwartung zu machen und dass ich die Frau gründlich wiedersehe. Das ist halt Sache nur, dass man die Reise nicht scheut. Ich danke Ihnen. Ja? Bitte Madame Grünlich herunter, Liebe. Sakrament, Sakrament wird dir erfreut haben. Und das Mädel, Erika? Sie ist in Pension bei einem Fräulein Weichbrot hier in der Stadt. Wo ich da allweil den Wunsch gehabt habe, die ganze Familie kennenzulernen. Ja. Ja, die Frau Grünlich. Guten Morgen, lieber Herr Permaneder. Ja, sei mir gut. Wie ist denn euer gegangen? Denken Sie denn nochmal an die Münchner Stadt und an unsere Berge? Oft, Herr Permaneder. Oh, sehr oft. Oh nein, haben wir ja Gaudi gehabt. Und da sind wir wieder. Sakrament, Sakrament. Ich nehme an, der Grund Ihres Hierseins ist geschäftlicher Natur, lieber Herr Permaneder. Naja, Geschäft halt. Ein kleines Geschäft. Ich möchte mich gern revanchieren. Auch unsere Stadt hat ihre Sehenswürdigkeiten. Ein paar Tage werden Sie doch bleiben? Ja. Wer hätte denn jetzt das geglaubt?
Ich erwarte in jedem Augenblick meinen Sohn zum zweiten Frühstück, Herr Permaneder. Machen Sie uns das Vergnügen? Es hat ausgezeichnet geschmeckt. Aber an das Bier könnte ich mich nicht gewöhnen. Es ist nicht gerade Hofbräu, Herr Permaneder. Aber immerhin genießbarer als unser einheimisches Gebräu. Ich habe es von meinem englischen Geschäftsfreund aus London. Porter. Porter? Ja. Aus England, drum. Vielleicht lieber ein Glas Wein. Nein, danke schön. Das heißt, ein Glas könnte ich eigentlich probieren. Ida, liebe, bitte ein Glas. Und von dem Fisch hätte ich gern noch was, bitteschön. Aber bitte, Herr Permaneder. Danke. Dankeschön, Fräulein. Darf ich Ihnen helfen? Erinnern Sie sich noch unseres Ausflugs an den Starnberger See? Ja, freilich. Wissen Sie, ein rechter Gaudi haben wir gehabt miteinander. Spaß. Ach, und die Pinakothek und das Hofbräuhaus und die Kirchen. Oh Gott, Herr Permaneder, dass alles Gute und Schöne im Leben so schnell vorübergeht. Schade, ja. Es ist schon wahr. Wie gehen die Geschäfte, Herr Permaneder? Schauen Sie, München. München ist halt nicht so eine Geschäftsstadt wie Lübeck. Bei uns lebt man anders, gemütlich. Da mag ja jeder seine Ruhe. Wie bitte? Gemütlich halt. Wir leben ruhiger. Schauen Sie. Mein Kompagnon, der Noppe, der hat allweil nach Nürnberg wollen, weil sie da eine Börse haben und einen Unternehmungsgeist. Aber ich verlasse mein München nicht. Na, das gewiss nicht. Es ist halt ein Kreuz. Ich hoffe sehr, mein lieber Herr Permaneder, Sie für einen Abend bei uns in der Breiten Straße zu sehen. Ich bin so frei. Meine Frau wird außerordentlich erfreut sein. Schauen Sie, wir haben da eine damische Konkurrenz. Und der Export. Das ist ja zum Lachen. Sogar in Russland fangen es nächstens an, selber Hopfen anzubauen. So sehr ich es gerade heute bedauere, Mama, aber man erwartet mich um 3 in der Finanzkommission. Ja, ja, die Geschäft. Es ist ein Kreuz, gnädige Frau. Die Münchner Freundin meiner Tochter und ihr Gatte sind fern. Und wir werden wohl nicht so bald Gelegenheit haben, uns für Ihre Gastfreundschaft erkenntlich zu zeigen. Aber wenn Sie, lieber Herr, uns die Freude machen würden, solange Sie in unserer Stadt sind, bei uns vorlieb zu nehmen, Sie würden uns herzlich willkommen sein. Das schlage ich nicht aus. Ich komme gern. Dann erwarten wir Sie heute Abend zum Essen. Aber die Erik, die Frau. Für Gott, Frau Grindlich. Herr Bunbrock. Guten Tag, Fräulein. Ida. Ich begleite Sie. Ihr Lieben. Ja. Was hat er gesagt? Seltsames Plitterplatter. Hab überhaupt kein Wort nicht verstanden. Ich bin auch nur eine schwache Frau und habe meine Fehler. Und bin ganz sicher nicht immer richtig zu Werke gegangen. Es ist halt ein Kreuz. So ein Kreuz. So ein Kreuz. Grünlich war böse.
Und Kesselmeier, sein Bankier, der obendrein so albern war wie ein junger Hund, war noch böser. Das soll nicht heißen, dass ich mich selbst für einen Engel halte. Missverstehen Sie mich nicht. Grünlich vernachlässigte mich. Wenn er einmal bei mir saß, so las er die Zeitung. Und er hinterging mich und ließ mich beständig in Eimsbüttel sitzen, weil ich in der Stadt von dem Morast erfahren hätte, in dem er steckte. Bitte. Ich bin so frei. Als ich heiratete, war ich eine Gans. Ein dummes Ding. Glauben Sie zum Beispiel, dass ich ganz kurz vor meiner Verlobung auch nur gewusst hätte, dass 4 Jahre vorher die Bundesgesetze über die Universitäten und die Presse erneuert worden sind? Ja, jetzt sowas. Schöne Gesetze übrigens. Ach, es ist traurig, Herr Permaneder, dass man das Leben nicht noch einmal anfangen kann. Man würde so manches geschickter anfassen. Ja, ja, ich sag's ja. Es ist dieser Kreuz. Weißt du, wie er Toni genannt hat? Einen lieben Kerl. Sie hat entschieden Eindruck auf ihn gemacht. Ein angenehmer Mann. Ganz meiner Ansicht. Aber mich dünkt, Tom, er sollte das fluchen lassen. Verstand ich ihn recht, so sprach er in einer Weise vom Sakrament und vom Kreuz. Ach Mutter, das macht nichts. Dabei denkt er nichts Böses. Und vielleicht ein wenig zu viel Nonchalance benehmen, Tom, wie? Ach du lieber Gott, das ist süddeutsch. Seine Verhältnisse sind geordnet. Alle Erkundigungen, die ich einziehen ließ, haben ergeben, dass die Firma Noppe & Co. als etwas beschränkt, aber durchaus solide angesehen werden kann. Herrn Permanidas Anteil am zu erwartenden Gewinn wird für eine gutbürgerliche Haushaltsführung, wohlverstanden ohne Luxus, sicherlich ausreichen. In Anbetracht der Mitgift von 50.000 Courantmark für Toni also eine vorteilhafte Lösung. Was wird mit dem Kind? Herr Permaneder wäre, wenn ich ihn recht verstanden habe, mit Erikas Übersiedlung nach München einverstanden. Aha. Ist der Lohnkutscher schon bestellt? Ja, Mutter. Und ehrlich gesagt, ich verspreche mir viel Vergnügen von diesem Ausflug. Du nicht auch? Das ist doch einmal etwas anderes als deine Geistlichen. Jeder nach seiner Art, Tom. Du kommst doch mit, Gerda. Tu mir die Liebe. Mutter, du weißt, ich bin auf Ruhe angewiesen und ich bin für solchen Ausflug nicht geschaffen. Nicht wahr? Ihr dispensiert mich. Liebe Gerda, wir alle haben Ursache, Herrn Permaneder ein bisschen den Hof zu machen. Ich zweifle nicht, dass du die Situation übersiehst. Es entwickelt sich da etwas. Und es wäre schade, ganz einfach schade, käme es nicht zustande. Ich sehe nicht ein, lieber Freund, inwiefern mein Dabeisein, aber gleich viel. Da du es wünschst, so sei es. Lassen wir es über uns ergehen. Ich werde dir aufrichtig verbunden sein. Ida? Sitzt du noch da und stoppst? Ja, mein Kindchen. Schlaf nur. Wirst morgen früh aufstehen müssen. Wirst nie ausgeschlafen haben. Du weckst mich also morgen um 6? 6:30 ist früh genug. Der Wagen ist auf 8 bestellt. Schlaf nur ruhig, Marjellchen, dass du wirst hübsch frisch sein. Ach, ich hab ja noch gar nicht geschlafen. Ich muss so viel denken, dass mir der Kopf wehtut. Meinst du, dass er wird freien, Morin? Er reist übermorgen, das hat er gesagt. Und er kann auch unmöglich länger bleiben, wenn morgen nichts draus wird. Aber was soll ich nur sagen, Ida, wenn er fragt? Wenn ihn nicht würdest wollen, dann hätte sie müssen früher wegschicken.
Magst ihn leiden, Tonichen, sag mal ehrlich. In München, wo er unter seinesgleichen war, unter Leuten, die so waren und sprachen wie er, da fand ich ihn nett. In München, Tonichen, aber hier? Hier, wo er so ganz aus seiner eigentlichen Umgebung herausgerissen ist, wo alle anders sind, strenger und ehrgeiziger und würdiger sozusagen. Hier muss ich mich oft für ihn genieren. Hier sieht Mutter ihn von der Seite an und Tom zieht die Augenbraue hoch. Dann schäme ich mich. Ich kann mir nicht denken, dass ich ihn heiraten könnte. Ach, was soll's ja auch in München mit ihm leben? Das Leben macht einen immer bescheidener. Weißt du? Diese Verlobung mit Alois. Ich sage schon Alois, denn es soll ja schließlich doch sein. Ist gar nichts Festliches und Freudiges. Und um mein Glück handelt es sich eigentlich gar nicht dabei. Indem ich diese zweite Ehe eingehe, mache ich nur meine erste Ehe wieder gut. Das ist meine Pflicht unserem Namen gegenüber. So denkt Mutter und so denkt Tom. Ach was, Tonichen, wenn ihn nicht wirst wollen und wenn er dich wird nicht glücklich machen. Ida, ich kenne das Leben und bin keine Gans mehr. Mutter, das mag sein. Die würde nicht geradezu drauf dringen, denn über fragwürdige Dinge setzt sie sich hinweg und sagt, assez. Aber Tom, der will es. Er denkt jeder. Jeder, der nicht absolut unwürdig ist. Wer hat Christian an die Luft gesetzt? Obgleich das ein hartes Wort ist, Ida, aber es verhält sich so, weil er die Firma und die Familie kompromittierte. Und das tue ich in seinen Augen auch, Ida. Mit meiner bloßen Existenz als geschiedene Frau, das will er soll aufhören. Und damit hat er recht. Und ich liebe ihn bei Gott darum nicht weniger. Ach, Ida, schließlich soll es ja doch so sein. In der Lüttenstunde ist der Sinn durch. In einer Stunde, na? Wenn Herr Longuet das sagt, dann kann man ja beruhigt sein. Berge gibt es da schon auch. Nicht so hohe wie bei Ihnen. Eigentlich mehr Hügel. Mei, die Zugspitze wird's halt nicht sein, Frau Grünlich. Aber wenn kraxeln, werden wir doch. Und Gott lustig wird's. Gänz, Frau Ida. Bitte? Lustig wird es, Ida. Lustig. Endlich. Anton, ein Plaid noch bitte. Für um die Beine. Wenn's kühl wird am Abend. Na, mei, so leicht friert's mir nicht. Wir haben nur Hitzen, gell's, Frenida? Bitte? Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, mein Lieber. Verzeih, Mama. Aber Gerda hat etwas länger gebraucht. Guten Morgen, Herr Permanent. Toni. Gnädige Frau, meine Verehrung. Gerda! Wie schön du wieder bist. Komm mit, ich muss dir schnell noch was erzählen. Wir werden Krebse essen, Herr Permaneder. Krebse und Ostseekrabben. Sie haben schon ein paar Mal bei meiner Mutter davon gekostet. Aber mein Freund Dickmann, der Besitzer der Restauration zum Riesebusch, führt sie auch stets in ausgezeichneter Qualität. Und Pfeffernüsse. Die berühmten Pfeffernüsse dieser Gegend. Ja, ist Ihr Ruf noch nicht bis an die Isar gedrungen? Na, Sie werden sehen. Es ist falsch, schon schade, dass der Herr Christian nicht bei uns ist. Kennst du, Frau Konsulin? Nun, wissen Sie die Führung seiner Geschäfte in Hamburg? Weil er doch gar ein so lustiger Herr sein soll. Unterschiedlich, ja. Aber bei solchen Gelegenheiten ist er unvergleichlich. Das ist wahr. Also eingestiegen, denn nun, ihr Lieben. Es wäre Zeit zur früheren Nacht. Aber heute wollen wir Gott in seiner freien Natur mit unseren Herzen loben. Nicht wahr, Herr Permaneder? Ja, da haben Sie recht, Frau Konsulin. Komm, Mama. Gnädige Frau. Frau Grünlich, darf ich bitten? Auf geht's. So, Toni. Achtung. Hey, pass schon auf. Oh, das wird eng. So. Herr Longuet, auf Geidefuhr. Oh, my God.
Was will? Herr Permaneder? Limandesfilet. Rote Grütze. Sattenmilch. Ich verstehe kein Wort. Limandesfilet ist ein Fischgericht, Rote Grütze ein Nachtisch, aus Himbeeren, frischer Sahne und Zucker und Sattenmilch ist ein Getränk. Ein Milchgetränk. Milch? Ja. Könnte ich ein Bier haben? Also strengen Sie sich an, Tigmann. Wir haben einen verwöhnten Gast. Ja, eins, was da ist, Herr Konsul. Krebse, Krabben, geräucherter Aal natürlich, geräucherter Lachs, geräucherter Stör. Wann ich bitten darf, für keinen Fisch nicht. Keinen Fisch bitten. Kartenrauchschinken, gekochter Schinken, diverse Wurst, diverse Käse. Schön, Dickmann, Sie werden das schon machen. Und dann geben Sie uns 5 Gläser Milch und ein Seidel Bier, wenn ich nicht irre, Herr Permaneder. Ein halbe Bier, wenn ich bitten darf. Einen halben Liter. Ja. Einen halben Liter. Einen halben Liter. Es ist schön hier. Freut mich schon sehr. Das freut mich. So, die Herrschaften, die Getränke. Das Bier, halbe Liter Gläser gibt es bei uns nicht. Ne? 5-mal Milch, süße Milch, Sattenmilch. Prost, Prosit, Frau Konsul, Herr Konsul, gnädige Frau, Frau Ida, Frau Grünlich. Ach, und wie oft hat er uns sitzen lassen dort auf dem Lande. Und ohne Wagen war er wieder. Ohne Wagen, dort zwischen den Kühen. Und dann hat er sich davon gemacht. Ohne jede Entschuldigung, Herr Fehlu. Dieser Grünlich. Nicht alle Menschen haben ein gutes Herz. Das hat das Leben mich gelehrt, wissen Sie? So jung, wie ich für eine Person, die seit 10 Jahren Witwe oder etwas Ähnliches ist, noch bin. Der fade Kerl, der Zwiderer, den, wenn ich jetzt da hätte, den ausgeschampten Kerl, den ausgeschampten, den darf ich vielleicht herwatschen. Pfui, Herr Permaneder, nein, damit müssen Sie aufhören. Ich weiß nicht, wo Grünlich jetzt steckt und wie es ihm ergangen ist im Leben, aber ich wünsche ihm fürs Leben alles Gute. Wenn er es vielleicht auch nicht verdient hat. Er war kein guter Mensch. Sonst hätte Vater mich ihm nicht wieder weggenommen. Das können Sie mir glauben. Und jetzt haben Sie halt eine damische Furcht vor der Ehe. Und wollen Sie es nicht noch mal probieren, ganz vergründlich? Ja. Ja, lieber Herr Permaneder. Ich bin belehrt worden, welch furchtbar ernster Entschluss so ein Ja-Wort ist. Dazu bedürfte es der festen Überzeugung, dass es sich um einen wirklich braven, einen herzensguten Mann handelt. Und ich? Ich wäre? Frau Grünlich, Hand aufs Herz. Halten Sie mich für einen solchen? Ja, Herr Permaneder, dafür halte ich Sie. Aber das ist doch gar nicht möglich. Der Herr, der euch in christlicher Ehe zusammengefügt hat, verleihe euch seinen Geist, darinnen zu wandeln nach seinem Wohlgefallen. Freuet euch, seid vollkommen. Tröstet euch, habt einerlei Sinn. Seid friedsam, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Amen. Thank you.
nun hoffentlich hält es diesmal. Du Gotteskind! Wenzel. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben wohl geruht, Herr Konsul. Danke, Wenzel. Gutes Wetter heute? Ach, Frost. Und ein bisschen Schnee, Herr Konsul. Vor der Jakobikirche haben die Jungs wieder eine Schleisterbahn angelegt. Gut 10 Meter lang, möchte ich meinen. Beinahe wäre ich hingeschlagen. Ich kam gerade vom Bürgermeister. Hose der Dübel. Schon Zeitungen gesehen? Ja, die Anzeigen und die Hamburger Nachrichten, ja. Nichts als Orsini-Bomben. Auf dem Weg in die Oper. Wirklich eine nette Gesellschaft, diese Anarchisten. Na, es hat nichts zu bedeuten, denke ich. Mit dem Volk hat das nichts zu tun. Und der Effekt ist nun bloß, dass die Polizei und der Druck auf die Presse und all das verdoppelt wird. Was Neues von der Eisenbahngesellschaft? Ja, Herr Konsul. Alle sagen, wie sehr sie sich dafür einsetzen. Tja, soweit es in meinen Kräften steht. Geben Sie hier über dem Kinder etwas Schaum, das ist dazu wichtig. Ich sehe, ja. Direkte Fahrt nach Hamburg müssen wir haben. Es ist keine 3 Tage her, dass Bürgermeister Dr. Overdick zu mir sagte, lieber Wenzel, wenn wir es soweit sind, dass wir in Hamburg ein Terrain für den Bahnhof kaufen können, dann schicken wir mit Konsul Buddenbrook. Denn der Herr Konsul ist bei solchen Verhandlungen beredter und wendiger als mancher Jurist. Na, Wenzel, das ist mir sehr schmeichelhaft. Lassen Sie, Gebrüder Käufer, wissen, dass wir erst bei 50 übernehmen. Ich schreibe noch heute. Und wenn die Speicher leer sind, Markus, wir gehen nicht über 50. Sehr wohl. Ach ja, ich muss noch einmal die Ordres für Amsterdam durchsehen. Thomas arbeitete und zwang den Erfolg. Sein Ansehen wuchs und trotz der Kapitalentziehung durch Christians Etablierung bei Burmeister und Co. in Hamburg, wie auch Tonis zweite Heirat, hatte die Firma vortreffliche Jahre. Der Konsul hütete sich wohl, das gesellige Leben zu vernachlässigen. Bei Diners, Bällen und Abendgesellschaften verstand er es, ein lebhaftes Interesse an den Tag zu legen. Er galt als liebenswürdig, verbindlich und aufmerksam. Seine Ehe hatte als Gesprächsgegenstand genommen in der Gesellschaft nicht an Reiz verloren. Sie trug den Charakter des Rätselhaften und Ungewohnten. Gerdas Erscheinung war rasch genug berühmt in der Stadt. Tipptopp, sagte man. Und es war ja auch eine höllisch feine Partie. Von runden 100.000 Talern Courant wurde geredet. In Wohn- und Schlafstuben, in Clubs und Casinos, ja selbst an der Börse sprachen die Leute über Thomas und Gerda Buddenbrook desto mehr, je weniger sie von ihnen wussten.
ziehe wie du durchaus die Diners den Bällen vor. Ein Diner hat etwas so außerordentlich Beruhigendes, nicht wahr, mein Lieber? Weißt du, ich habe musiziert den ganzen Nachmittag. Und nun fühle ich mich so merkwürdig. Im Augenblick ist mein Gehirn so taub, so tot, dass hier der Blitz einschlagen könnte, ohne dass ich bleich oder rot würde. Werden wir nicht abgeholt? Telegrafiert habe ich. Toni, mein Kind. Ja, Toni! Rasch, rasch! Zimmer für Madame Hermann wieder bereit machen. Bist du gewachsen? Tom, was ist, mein Kind? Was ist geschehen? Wir haben ein Telegramm erhalten. Alles ist zu Ende. Eure unglückliche Antonie haben uns aber keinen Reim darauf machen können. Mutter, Mama. Erika, Kind, bist du groß geworden. Wie alt bist du nun? 13, Großmama. 1000. Eine Dame. Geh nur mit Ida, mein Kind. Mama hat mit mir zu reden, weißt du? Er ist ein verworfener Mensch. Ein verworfener Mensch ist ein verworfener. Solltest du etwa deinen Mann damit meinen, mein Kind? Hat Permaneda dir Leid zugefügt? Hast du dich über ihn zu beklagen? Babette! 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 Ich sehe, dass dir in der Tat ein Kummer zugefügt worden ist. Aber war es nötig, diese Klage so stürmisch zu äußern? War diese Reise von München hierher notwendig, zusammen mit Erika, sodass es beinahe den Anschein haben könnte, als wolltest du niemals zu deinem Mann zurückkehren?
Nie mehr. Nie. Toni. Ich verstehe alles ganz gut. Denn ich bin nicht bloß deine Mama, sondern auch eine Frau wie du. Und wenn dein Mann während eines Augenblicks der Schwäche vergessen hat, was er dir schuldet... Während eines Augenblicks? Mama! Was er mir und unseren Namen angetan hat, hat er vergessen. Das hat er nicht gewusst von Anfang an. Ein Mann, der sich mit der Mitgift seiner Frau ganz einfach zur Ruhe setzt. Turner, mir war's knurr. Wir vermieten's Parterre und die zweite Etage. Wir haben eine gute Wohnung und brauchen uns nicht allweil gar so nur wie zusammenrichten. Ich werd Privatier. Ein Mann ohne Ehrgeiz, ohne Streben, ohne Ziel, der sich dann noch zu solchen Niedrigkeiten herablässt wie das mit der Babette. Und wenn man ihm diese Nichtigkeiten vorhält, mit einem Wort antwortet, mit einem Wort, ich bringe es nicht über die Lippen. Wie allerliebst. Woher ist das, Mama? Ich habe mir den Nähkorb zugelegt. Ich hatte ihn nötig. Vornehm. Nun, meine liebe Toni, wie die Dinge auch liegen mögen, du bist da. Mit ruhigem Gemüt wird sich alles besprechen lassen. Guten Tag, Mama. Wie ist sie? Wie benimmt sie sich? Ach, Tom. Ich fürchte, sie ist unversöhnlich. Mein Gott, sie ist so gereizt. Und dann dieses Wort. Wenn ich nur das Wort wüsste, das er gesagt hat. Ich gehe nachher zu ihr. Ja, aber klopfe leise, dass sie nicht erschrickt. Und bleibe ruhig, hörst du? Ihre Nerven sind in Unordnung. Sie hat fast nichts gegessen. Es ist ihr Magen, weißt du? Sprich mit Ruhe zu ihr. Sei unbesorgt, Mama. Ich werde ihr schon nicht den Kopf abreißen. Hm? Wenn ich nur das Wort wüsste. Herein. Was verschafft uns die Ehre? Diese Haupt- und Residenzstädterin hier... Gib mir einen Kuss, Tom. Guten Tag, mein guter Junge. Du bist ganz unverändert, wie ich sehe. Du hättest mir das Kompliment nicht vor der Nase wegschnappen dürfen, denn es gebührt natürlich dir. Du erlaubst? Was machen die Geschäfte? Man schlägt sich durch. Man muss zufrieden sein. Gott sei Dank, dass hier wenigstens alles steht, wie es stehen soll. Ach, ich bin gar nicht aufgelegt, vergnügt zu schwatzen. Schade. Den Humor soll man sich kaum bewahren. Nein, Tom. Damit ist es aus. Ach, Herrgott. Spielen wir doch nicht Tragödie, Toni. Reden wir ein bisschen bescheiden und nicht mit alles ist zu Ende und eure unglückliche Antonie. Mama hat mir alles erzählt. Permaneda hat sich reichlich mangelhaft betragen. Das muss wahr sein. Und das werde auch ich ihm zu verstehen geben. Sei überzeugt. Tom, weitere Auseinandersetzung mit dem Mann halte ich meinem Taktgefühl nach für vollkommen unangebracht. Na, dann werde ich ihm also keinen bösen Brief schreiben. Ganz wie du befiehlst. Bei Licht besehen sind ihm übrigens die mildernden Umstände nicht abzusprechen. Ein Freund hat Namenstag gefeiert. Er kommt in etwas gute Laune und lässt sich einen kleinen Übergriff, einen kleinen, unziemlichen Seitensprung zu Schulden kommen. Mit einer Köchin. Mit einer Köchin? Oh, Tommy, ich verstehe dich nicht.
Ein Mann von deinen Grundsätzen. Dein Mann hat sich eine Blöße gegeben. Darüber besteht kein Zweifel. Seine Würde ist nicht mehr unantastbar. Eine gewisse Überlegenheit ist jetzt entschieden auf deiner Seite. Und gesetzt, dass du sie geschickt zu nutzen verstehst, so ist dein Glück gewiss. Wenn du in, sagen wir, 14 Tagen, ja bitte, so lange muss ich dich mindestens für uns in Anspruch nehmen, nach München zurückkehrst, so wirst du sehen. Ich werde nicht nach München zurückkehren, Tom. Wie beliebt? Toni, du machst mir keinen Skandal. Skandal, Tom? Du hast das Wort nicht gehört, dass er mir, deiner Schwester, nachgerufen hat, als ich meine Sachen nahm und das Zimmer verließ, um im Wohnzimmer auf dem Sofa zu schlafen. Willst du nicht bitte haben, mir dieses gottverdammte Wort mitzuteilen, ja oder nein? Niemals, Tom. Tja. Dann ist nicht mit dir zu reden. Was willst du tun? Willst du dich scheiden lassen? Ja, das will ich, Tom. Es ist gar nicht diese alberne Geschichte. Du hast dich nicht akklimatisieren können. Sei aufrichtig. Die Sache ist die, dass es das Maß voll gemacht hat. Ja, du hast recht. Alle haben mich für hochmütig gefunden. Sie haben es mir nicht gesagt, aber gefühlt habe ich es zu jeder Stunde und auch darunter habe ich gelitten. In einem Land, wo man Torte mit dem Messer isst, wo es als eine verliebte Handlungsweise auffällt, wenn ein Herr einer Dame den Fächer aufhebt. In einem solchen Land ist es leicht, hochmütig zu erscheinen. Und du kannst 2 Dutzend Arbeitspferde anspannen, Tom. Nach München bekommst du mich nicht wieder. Ich lasse mich scheiden. Morgen gehe ich zu Dr. Giesecke. Tja. Da ist nichts zu machen. Bist du mir böse, Tom? Nein, nein. Komm her, Tom. Keineswegs. Komm. Du musst nun allein arbeiten, Tom. Mit Christian, das ist wohl schon lange nichts Rechtes und ich bin nun fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gänzlich misslingen würde, dir ein wenig zur Seite zu stehen. Nun musst du ganz allein zusehen, dass wir Buddenbrooks den Platz behaupten. Es kam der Tag, an dem die Scheidung rechtskräftig wurde. Und nun galt es, sich an die Sachlage zu gewöhnen. Toni tat es mit Tapferkeit. Sie übersah auf der Straße mit unaussprechlicher Kälte die Köpfe der Hagenströms und Möllendorfs. Und sie verzichtete gänzlich auf das gesellschaftliche Leben, das ja übrigens nicht mehr in ihrem elterlichen Haus, sondern in dem ihres Bruders sich abspielte. Die Ehe wurde geschieden am 13. Februar 1860. Später, auf irgendeine niemals aufgeklärte Weise, ist einzelnen Familienmitgliedern das Wort bekannt geworden, dieses desperate Wort, das in jener Nacht Herr Permaneda sich hatte entschlüpfen lassen. Was hatte er gesagt? Geh zum Deifi, Saul oder Dreckatz. So schloss Toni Buddenbrooks 2. Ehe. Oh, Frau Senator, herzlich willkommen. Bitte schön. Guten Tag. Guten Tag, Herr Senator. Gratuliere. Danke. Ihr Besuch ist eine hohe Ehre für mein Haus. Ich bin gern gekommen, Herr Konsul. Und noch dazu aus so einem Anlass. Ja. Danke, Herr Konsul.
wieder erschrecke ich mich. Soll der etwa hier im Hause bleiben? Fürchte ja. Taufgeschenk von Pastor Tiburtius. Hat er mitgebracht aus Riga. Da hat er eine weite Reise gemacht. Nee, sind aber auch alle gekommen zur Taufe des Löwen. Alle. Und der Regierende ist Pate. Ist das nicht großartig? Nee. Zweiter Pate. Toni Buddenbrock ist erster Pate. Sie ist die Taufmutter des Kleinen. Das hat sie sich nicht nehmen lassen. Mein Gott, haben wir alle auf diesen Tag gewartet. Hanno. Leicht hat er es uns nicht gemacht. Es war fast, als wollte er gar nicht auf diese Welt. Es ist unsere Zuversicht im Leben und im Sterben, dass wir das Eigentum unseres getreuen Heilandes Jesu Christi sind. Darum übergeben wir dieses Kind in seine Hände in der getrosten Zuversicht, dass er es mit ihm in Zeit und Ewigkeit wohlmache. Denn so spricht der Herr. Der Erste und der Letzte und der Lebendige. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. So frage ich nun die Eltern, Thomas Buddenbrook, Konsul und Kaufmann zu Lübeck und seine ihm angetraute Frau Gerda, geborene Arnoldsen, sowie die erste Patin Antonie Permaneder, geborene Buddenbrook, und den zweiten Paten Dr. Kaspar Overdiek, Bürgermeister zu Lübeck. Begehret ihr, dass dieses Kind auf Jesum Christum getauft und seiner heiligen christlichen Gemeinde einverleibt und christlich erzogen werde, so antwortet ja. 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 Bringt nun das Kind herzu, dass es die Taufe empfange. Justus Johann Kaspar Buddenbrook, ich taufe dich denn nunmehr im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr. Migräne Compagnie. Wir geben eine leichte, aber kräftigende Diät. Ein wenig Franzbrot, ein wenig Taube. Hast du Schmerzen? Es geht schon besser. Sind diese Anfälle häufiger Natur? Sie hätte die lange Reise nicht unternehmen dürfen. Ja.
in Riga. Ja. In Riga habe ich den Bären präparieren lassen. Ach was, und Sie haben ihn selber geschossen? Nein, ich erbarme. Nein, mein Großonkel. Geschossen hat ihn mein Großonkel. Noch ein Stückchen Schokolade, Herr Bürgermeister. Herr Senator, herzlichen Dank. Heute, den 15. April 1861, wurde mir von meiner geliebten Frau Gerda, geborene Arnoldsen, ein Sohn geboren. Ihr ahnt nicht, wie glücklich ich bin. Ein Junge, ein Erbe. Das habt ihr gut gemacht. Mein Gott, habt ihr das gut gemacht. Herr Markus, ich hätte noch ein paar Blumen für den Herrn Kunzel. Herr, dann soll ich. Meine Damen und Herren, eine Abordnung unseres Personals bittet, gratulieren zu dürfen. Ach, Herr Bürgermeister. Na, Krolle, dann mal ran. Ich bin ein armer Mann, meine Herrschaften, aber ich helfe einem finden Tat und hat Glück. Und die Freude von meinem Herrn Kunzel Buddenbrook, der immer gaut zu mir west, ist, das geht mir nah. Und so bin ich dann gekommen, um den Herrn Kunzel und die Frau Kunzelin und die ganze hochverehrte Familie mit vollem Harten zu gratulieren. Und dass das Kind gedeihen möchte, denn das verdeihen sie, vor Gott und den Menschen. Denn so ein Herrn als Kunzel Buddenbrook gibt das nicht viele. So, Corliss Mold. Das habt ihr schön sich. Vielen Dank, auch. Was wollen Sie denn mit der Rose? Und Herrgott wird Ihnen das Ahns lohnen, sag ich. Ihnen und die ganze hochverehrte Familie. Wenn das so wie es ist. Wenn wir vor sieben Stuhl stehen, denn einmal da müssen wir alle in der Gruf fahren. Oh. Arm und Rieg. Und der eine, der kriegt einen fein polierten Sarg. Und Dür am Holz. Und der andere bloß eine olle Kiste. Aber Tomoda müssen wir all wahren. Wir müssen all Tomoda wahren. Tomoda. Tomoda. Nee, Collis Mold. Wir haben Taufhüt und sehen mit ihren Moder. Und das für einige Blumens. Vielen Dank, Collis Mold. Das wird zu viel. Was hat sich das kussen, noten Mensch? Und so ein Red habe ich gar lange nie gehört. Na ja. Morgen sich vergnügen, Dach. Oh, vielen Dank, Herr Kunze. Ja. Da, guter Mann. Haben Sie auch Ihren Heiland lieb? Den habe ich auch von Harten, Leif. Das ist Taubwa. Uns Herrgott wird Ihnen das alles lohnen, sag ich. Ihn und der ganze hochverehrte Familie. Wenn das so wie ist. Wenn wir vor sieben Stoll fahren, denn einmal, damit wir alle in der Gruppe fahren. Schön haben Sie gesprochen, Colle Smolt. Ja, Colle, das war sehr schön. Willkommen. Sehr schön. Colle. Jo. Ja, die Blumen. Oh, die habe ich auch vergessen. Ja. Du, vielen Dank auch. So, Doc. Das ist ein schöner Tag. Wir Buddenbrooks pfeifen noch nicht aus dem letzten Loch. Gott sei Dank. Jetzt, wo der kleine Johann da ist, es ist schön, dass wir ihn wieder Johann genannt haben. Wie Vater und Großvater. Jetzt ist mir, als ob noch einmal eine ganz neue Zeit kommen muss. Guten Abend, Ida. Ich denke, du bist in Hamburg. Ist mein Bruder zu Hause? Ist was schiefgegangen? Komm rein. Guten Abend, Gerda.
Ach, Thomas, ich muss dir mal dringend sprechen. Entschuldige, Gerda. Es eilt, Thomas. Darf ich fragen, was du nun nicht mehr kannst? Und was dich zu mir führt? Ich kann es nur nicht mehr. Wenn es nur dies wäre. Es ist kein Schmerz, es ist eine Qual, eine beständige, unbestimmte Qual. Dr. Drügelmüller in Hamburg hat mir gesagt, dass hier in der Seite alle Nerven zu kurz sind. Manchmal ist mir, als ob hier in der Seite irgendein Krampf oder eine Lähmung stattfinden müsste. Eine Lähmung für immer. Keinen Abend schlafe ich ordentlich ein. Ich wache auf, weil plötzlich mein Herz nicht mehr klopft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich will dir das ganz genau beschreiben. Lassen. Ich nehme nicht an, dass du gekommen bist, um mir dies zu erzählen. Nein. Das ist es nicht allein. Es ist mit dem Geschäft. Ich kann es nur nicht mehr. Du bist also wieder in Unordnung. Nein. Thomas, um die Wahrheit zu sagen, naja, es ist ja doch nur gleich. Ich bin niemals recht in Ordnung gekommen. Auch durch die 10.000 damals nicht. Wie du selbst weißt. Und nun sind da Wechsel und andere Schulden. 15.000 Courantmark. Du weißt nicht, wie sehr ich herunter bin. Zuletzt habe ich gar nichts mehr getan. Und mich still verhalten. Man muss doch leben. Zu allem diese Qual. Also, du hast dich still verhalten. Du hast die Karre im Dreck gelassen und dich anderweitig unterhalten. Meinst du, dass ich nicht vor Augen sehe, wie du gelebt hast? Im Theater und im Zirkus und mit minderwilligen Frauenzimmern. Du meinst Aline. Ja. Thomas, für diese Dinge hast du wenig Sinn. Es ist vielleicht mein Unglück, dass ich zu viel Sinn dafür habe. Ich will dir eines sagen. Wir sind hier unter uns Brüdern. Das letzte Kind, das kleine Mädchen, das seit einem halben Jahr da ist, ist von mir. Sag das nicht, Thomas. Aline ist durchaus nicht minderwertig. So was darfst du nicht sagen. Es ist ja keineswegs gleichgültig, mit wem sie lebt. Sie hat meinetwegen sogar mit Konsul Holm gebrochen. Er viel mehr Geld hat als ich. Ach, Thomas, sie ist so gesund. So gesund. Du solltest mal ihre Zähne sehen, wenn sie lacht. Solche Zähne habe ich auf der ganzen Welt noch nicht gefunden. In Valparaiso nicht und in London nicht. Du hörst nicht gern von solchen Dingen. Ich will in Hamburg alles bezahlen, was ich schuldig bin.
und dann zumachen. Ich kann es nur nicht mehr. Mit Mutter habe ich gesprochen. Sie will mir die 15.000 im Voraus geben. Es ist doch besser, man sagt, Christian Buddenbrock liquidiert und geht ins Ausland, als wenn ich bankrott mache. Also darin wirst du mir recht geben. Ich will nämlich wieder nach London und dort eine Stelle annehmen. Diese Selbstständigkeit, das ist so gar nichts für mich. Diese Verantwortlichkeit. Als Angestellter, da geht man abends sorglos nach Hause und in London bin ich immer gern gewesen. Hast du was dagegen? Schön. Gehe also nach London. Gute Nacht, Gerda. Ja, Gerda. Ich gehe also nun demnächst wieder nach London. Merkwürdig, wie man umhergetrieben wird. Nun wieder so ins Ungewisse. In solch große Stadt, weißt du, wo es bei jedem dritten Schritt ein Abenteuer gibt. Und man so viel erleben kann. Sonderbar. Kennst du das Gefühl? Es sitzt ungefähr hier. Im Magen. Sehr sonderbar. Ich verstehe dich, mein Lieber, ich verstehe dich. Ich werde dich sehr vermissen. Leb wohl! Adieu, Christian. Viel Glück. Adieu. Jahres, mitten aus dem Tumult des Krieges, schreibt Missionar Flett aus Abessinien, es geht dem Ende zu. Alle Nacht ist ein heilloser Lärm im königlichen Lager. Tanz und Musik. Man wird unwillkürlich an Belsazars Mahl erinnert. Es wird uns häufig angedeutet, der König habe nichts Gutes im Sinn gegen die Europäer. Doch der Herr wird ihm Halt gebieten. Unsere Zeit steht in Gottes Hand und nicht in der des Königs. Ja, ein Skandal, ein Skandal, eine so dumme. Immer. Ja, meine
meine Damen, ein Glas Punsch zur Stärkung. Erika, bitte. Dankeschön. Ist es wahr, dass er einfach nur zu viel Kuchen gegessen hat? Immer nur Kuchen? Kuchen? Wer hat zu viel gegessen? Kuchen! Zu viel Kuchen hat er gegessen. Der alte Möllendorf, der Senator. Dr. Grabo hat es uns erzählt. Ah, Dr. Grabo. Möllendorf hat es gar nicht zu Hause getan. Er hat sich ein Zimmer gemietet. Ein Loch von einem Zimmer, sagt man. Irgendwo in der kleinen Löpelgrube. In der Löpelgrube. Und dort ist er dann gestorben. Den ganzen Mund voller Kuchen. So hat man ihn gefunden. Er hatte Diabetes und hätte gar keinen Kuchen essen dürfen. Ein entsetzlicher Tod wie? Wer ist gestorben? Der alte Möllendorf. Dann wird ein Sitz im Senat frei. Man muss seinen Nachfolger finden. Hört man Namen in der Stadt? Oh ja, man hört mehr als einen Namen. Wurde nicht auch Agenström genannt? Gewiss, ich habe ihn mehrfach gehört. Ist es wahr, Susi? Mehrfach. Hagenström? Wisst ihr, dass er vor 2 Wochen eine Sängerin zu sich eingeladen hat? Eine Sängerin in einer Abendgesellschaft in der Sandstraße. Und geradezu wie ein Fürst soll er sie entlohnt haben. Belohnt? Wen hat er belohnt? Eine Sängerin. Ich verstehe überhaupt nichts. Was ist mit der Sängerin? Er hat sie entlohnt. Was war? Hier ist die Wahlordnung als Ausführungsbestimmung zur Verfassung der Hansestadt Lübeck. Wenn unter 3 Vorgeschlagenen die Stimmen sich dergestalt verteilen, dass keiner derselben die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen erhält, so wird die Wahl unter Weglassung desjenigen, auf welchen die wenigsten Stimmen gefallen sind, fortgesetzt. Noch hat Hanno die Amme. Aber in nächster Zeit wird eine Kinderfrau nötig sein. Was ich dich einmal fragen wollte, Mama, wärst du einverstanden, wenn Ida zu uns übersiedelt? Sie hilft so oft bei euch aus, dass ich mich an ihre Abwesenheit schon fast gewöhnt habe. Kinderlieb ist sie auch. Wie könnte ich mich wehren? Wenn es Gerda recht ist. Sie wird dir danken. Wer wird nun Nachfolger im Senat? Was meint ihr? Edelmann, Bedelmann, Doktor, Pastor, Ratsherr. Glaubst du nicht, dass wenigstens 2 der 3 Kammern deine Wahl unterstützen, Thomas? Die Wahl ist geheim, meine Liebe. Natürlich ist sie geheim. Aber die Kammern machen der Wahlversammlung einen Vorschlag. Und wenn die Mehrheit der Kammern ein und denselben vorschlägt, wird er ohne weiteres gewählt. Toni, woher weißt du das alles? Mich interessiert das eben. Wie gern wäre ich dabei, wenn in der freimütigen Besprechung, so heißt doch der Fachausdruck, Thomas, über Hermann Hagenström verhandelt wird. Nun, ihr Lieben, Schwester, gesegnete Mahlzeit. Mama. Mein Junge. Tom! Oh Gott, Tom, wenn du es wirst, wenn du
unser Wappen ins Rathaus kommt. Ich sterbe vor Freude. Toni, ich bitte dich. Wir sind auch ohne Senator was. Also etwas mehr Haltung und Würde. Du wirst hoffentlich am Leben bleiben. In einem wie im anderen Fall. Nicht zu vertellen. Und klug schieder, sei stimmt nur alle über Hagenström, Kistenmorger und Buddenbrocker. Nee, nee, wo mir Herr Kurz hat, nur wenn er nicht warm bleibt, dann bin ich für Hagenström. Das ist jetzt ein Kerl, Treffi. Du bist so Hagenström. Warten Sie mal. Vielleicht werden wir es erfahren. Entschieden. Sie kommen, Sie haben sich entschieden. Buddenbrock, das ist Buddenbrock. Buddenbrock. Hab ich doch gleich gesagt. Der Hebeke raus. Hagenström ist durchvoll. Hagenström ist durchgefallen. Herr Konsul Buddenbrock. Der Senat der Freien Hansestadt Lübeck hat Sie in offener Wahl mit Mehrheit zum Mitglied gewählt. Ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Konsul Buddenbrock, wollen Sie bitte den Eid leisten? Ich will meinem Amt gewissenhaft vorstehen, das Wohl des Staates Lübeck nach allen meinen Kräften erstreben, die Verfassung desselben getreu befolgen, das öffentliche Gut redlich verwalten und bei meiner Amtsführung, namentlich auch bei allen Wahlen,
weder auf eigenen Vorteil noch auf Verwandtschaft oder Freundschaft Rücksicht nehmen. Ich will die Gesetze des Staates Lübeck handhaben und Gerechtigkeit üben gegen jeden, sei er reich oder arm. Ich will auch verschwiegen sein in allem, was Verschwiegenheit erfordert. Besonders aber will ich geheim halten, was geheim zu halten mir geboten wird. So wahr mir Gott helfe. Herr Senator Buddenbrock, in Ihrem neuen Amte heißen wir Sie alle gebührend willkommen. Lieber Herr Senator, nunmehr, da Sie als neues Senatsmitglied eingeführt sind und die Eidesformel gesprochen haben. Wenn es Ihnen recht ist, das G-Moll-Konzert von Bach, lieber Pfühl. Das Largo ging noch ziemlich mangelhaft. Ihr Diener, gnädige Frau. So reiten die kleinen Kind, wenn sie noch witzig sind. Und wenn sie witzig werden, so reiten sie auf Pferden. Wenn sie groß gewachsen, so reiten sie nach Sachsen. Wenn sie kommen zu Verstand, so reiten sie nach England. Von Pommern geht's nach Polen, dort wollen wir sie holen.
Marc Lagosch wartet im Salon. Vielleicht ist das Übermut, Herr Gosch. Aber es scheint mir in der Zeit ein neues. Ein großes Haus zu bauen. Ich will für die Zukunft planen. Und ich verhehle Ihnen nicht, dass die Lage der Firma, der Zustand der Geschäfte es mir erlauben, einen solchen Schritt zu tun. Ich weiß, Herr Senator, jedermann weiß es. Kein Haus hat derzeit einen besseren Klang. Und Sie tun gewiss gut daran, Ihrem äußeren Leben und dem Ihrer verehrten Frau eine Veränderung zu erlauben. In der unteren Fischergrube steht ein Grundstück zum Verkauf. Jawohl, Herr Senator, mit einem Haus, das freilich... Das wir selbstverständlich abreißen werden. Gewiss, Herr Senator. Die Besitzerin ist kürzlich verstorben. Wenn es Ihre Absicht ist, mir die Verhandlungen anzuvertrauen, so werde ich mich mit den Erben in Verbindung setzen. Tun Sie, verehrter Herr Gosch, tun Sie Ihr Bestes. Ich werde mein Bestes, mein Äußerstes tun, Herr Senator. Und empfehlen Sie mich, wenn ich bitten darf, Ihrer Frau. Meine herzliche Empfehlung. Ihr Mantel bitte, Herr Rosch. Unsere Wünsche und Unternehmungen gehen aus gewissen Bedürfnissen unserer Nerven hervor, die mit Worten schwer zu bestimmen sind. Das Verlangen des Senators, sich körperlich zu erquicken, mehrere Male am Tag die Kleidung zu wechseln, sich wiederherzustellen und morgen frisch zu machen, nahm in auffälliger Weise zu. Das, was man Thomas Buddenbrooks Eitelkeit nannte, die Sorgfalt, die er seinem Äußeren zuwandte, war in Wirklichkeit das Bestreben eines Menschen, sich vom Kopf bis zur Zehe stets jener Korrektheit bewusst zu sein, die Haltung gibt. Die Anforderungen aber wuchsen, die er selbst und die Leute an seine Begabung und seine Kräfte stellten. Bei der Verteilung der Ämter an die Mitglieder des Senats war ihm als Hauptressort das Steuerwesen zugefallen. Aber auch Eisenbahn, Zoll und andere staatliche Geschäfte nahmen ihn in Anspruch. Er war mit privaten und öffentlichen Pflichten überhäuft. Es bedurfte seiner ganzen Umsicht, Liebenswürdigkeit und Elastizität, um beständig die Empfindlichkeit weit bejahrterer Leute zu berücksichtigen, sich scheinbar ihrer älteren Erfahrung unterzuordnen und dennoch die Macht in den Händen zu behalten. Senator Buddenbrook verwirklichte seine Pläne. Der Herbst kam, graues Gemäuer stürzte zu Schutt zusammen, und über geräumigen Kellern erwuchs, während der Winter hereinbrach und wieder an Kraft verlor, Thomas Buddenbrooks neues Haus. Vielen Dank. Gratulation, Herr Senator. Danke. Aus jedem Bauwerk, wie wir es nennen, lässt sich die Bildung des Menschen erkennen. Ein Mensch, des Herzens Grund sich zeigt, dem edlen und festen hin sich neigt. Beharrlich baut er ihn empor, den Lebensbau, ist er kein Tor. Hoch wollen wir nun lassen leben, die Schutz uns freut und Arbeit geben. Oh! Oh!
Vornehm, Mutter, findest du nicht? Das Treppenhaus ist ganz herrlich. Das wird das Arbeitszimmer, das Esszimmer, der Salon, das Musikzimmer und das hier wird der Wintergarten. Keine Angst, Hammerchen. Gleich kommst du wieder in dein Wägelchen. Mama? Ja? Wohin würdest du die Palmen stellen? So. Wird schon werden, Jungchen, mit dem Laufen. Bist du zufrieden? Mhm. Ja, ich freue mich darauf, bald ein großes Musikzimmer mit einer guten Akustik zu haben. Oh ja, ich bin froh, Thomas. Ja, glücklich. Wir sollten zur Einweihung ein Konzert geben. Tom, entschuldige. Was wird aus der Breitenstraße? Der gute Gosch steht in Verhandlung mit Herrn Kistenmarker. Kistenmarker? Stefan Kistenmarker? Mhm. Der gegen dich bei der Senatorenwahl unterlegen ist? Die Familie wächst. Er hat mit Rotspunk gutes Geld verdient. Auch bezüglich des Kontors in der Mengstraße ordnet sich alles zum Besten, da ich es doch hierher verlegen möchte. Die städtische Feuerversicherungsgesellschaft wird die alten Räume in Miete übernehmen. Aha. Ein Herr Weinschenk, der Direktor, hat sich bei mir darum beworben. Weinschenk? Ist dir nicht gut, Thomas?
Ich habe Kopfschmerzen. Sie kommen ganz plötzlich. Wenn ich einen Augenblick ausruhe, fühle ich mich besser. Horch! Ja. Gerda. Wie himmlisch sie spielt. Sie ist eine Fee. Ist es wegen Hanno? Auch. Er ist oben mit Ida zu Abend. Schlimm, dass es mit seinem Gehen noch immer nicht so recht vorwärts will. Auch das Sprechen, Toni. Wird schon kommen, Tom. Wird schon alles kommen. Hat Mutter vorhin nicht etwas gesagt von einem Brief aus Riga? Später, Tom. Nun? Nicht jetzt. Wenn es etwas Unangenehmes ist, dann sag es mir gleich. Die Sache ist die, Tiburtius schreibt... Clara? Bitte kurz und ohne Umstände. Ja, Tom. Es steht nicht gut. Der Doktor fürchtet, dass es Tuberkeln sind. Gehirntuberkulose, schreibt Tiburtius. Es scheint, dass eins zum anderen kommen soll. Tom! Alles wird gut gehen, mit Gottes Hilfe. Du darfst zufrieden sein, Tom. Dein Haus ist ein Traum. Hermann Hagenström bewohnt eine Karte im Vergleich damit. Das alles hast du zu Wege gebracht. Ich habe mich sehr auf dies alles gefreut. Doch die Vorfreude war wie ja immer das Beste. Das Gute kommt immer zu spät. Immer wird es zu spät fertig. Wenn man sich nicht mehr recht darüber freuen kann. Nicht mehr darüber freuen, Tom? Jung, wie du bist. Ich habe in den letzten Tagen an ein türkisches Sprichwort denken müssen, das ich irgendwo las. Wenn das Haus fertig ist, kommt der Tod. Es braucht nicht gerade der Tod zu sein. Aber der Rückgang. Der Abstieg. Weißt du, oft werden äußere Anzeichen des Aufstiegs erst sichtbar, wenn in Wahrheit schon wieder alles abwärts geht. Kurhandmark. Und du fragst mich nicht. Du gehst über mich hinweg. Ich habe gehandelt, wie ich handeln musste. Du hast über alle Grenzen verwirrt und vernunftlos gehandelt. Vernunft ist nicht das Höchste auf Erden. Doch, keine Phrasen. Es handelt sich um die einfachste Gerechtigkeit, die du in empörender Weise außer Acht gelassen hast. Und du, mein Sohn, lässt in deinem Ton die Ehrfurcht außer Acht, die du mir schuldest. Mutter! Mutter, sei versichert, dass ich diese Ehrfurcht niemals vergessen habe. In diesem Augenblick aber stehe ich dir nicht nur als Sohn, sondern anstelle meines Vaters, als Chef der Firma und männliches Oberhaupt der Familie gegenüber. Ich will nun, dass du schweigst, Thomas. Oh nein! Ich werde nicht schweigen, bis du deine maßlose Torheit und Schwäche erkennst. Ich disponiere über mein Vermögen, wie es mir beliebt. Billigkeit und Vernunft setzen deinem Belieben Schranken. Tom, aber Tom... 127.500 Kurantmark. Sei es um die Mitgift, hätte er doch die 80.000 behalten mögen, obgleich kein Kind vorhanden ist. Aber das Erbe, Claras Erbe, ihm zuzusprechen. Und du fragst mich nicht. Du gehst über mich hinweg! Thomas, um Christi willen, lass mir Gerechtigkeit widerfahren. Konnte ich denn anders? Sie, die nun bei Gott ist, schreibt mir
vorm Sterbebett aus mit zitternder Hand. Mutter, die sind meine letzten Zeilen. Gott hat uns nicht mit Kindern gesegnet. Aber was mein gewesen wäre, wenn ich dich überlebt hätte, lass es, wenn du mir der Ernst dorthin nachfolgst, lass es ihm zufallen. Mutter, du wirst mir die letzte Bitte nicht abschlagen. Nein, Thomas, ich habe sie ihr nicht abgeschlagen. Ich habe ihr depeschiert und sie ist in Frieden hinübergegangen. Und man gönnt mir nicht eine Silbe, was? Man verheimlicht mir alles. Man geht über mich hinweg. Nichts fühlt sich mehr. Nichts geht mir nach meinem Willen. Ja, ich habe geschwiegen. Ich weiß, dass du versucht hättest, es mir zu verbieten. Ja. Ja, bei Gott, das hätte ich. Clara war eine fromme, unwissende Frau. Und Toni? Toni hat wohl bis zur Stunde gleichfalls nichts gewusst. Sonst hätte sie geplaudert, wie? Und Christian? Ja, dieser Tiburtius. Er hat sich Christians Einwilligung verschafft. Begreifst du noch immer nicht, was er ist, dieser ingeniöse Pastor? Ein Wicht ist er, ein Abstreicher! Tom, beruhige dich doch. Komm doch zu dir. Ist es so schlimm? Tiburtius braucht ja nicht gar so lange zu leben. Nach seinem Tod fällt das Erbteil an uns zurück. Und außerdem, kann es nicht geändert werden? Nein, ach nein. Es ist, wie es ist. Meint ihr, ich werde in die Gerichte laufen? Gegen meine Mutter prozessieren? Es gehe, wie es will. Nur glaubt nicht, dass es zum Besten mit uns steht. Toni hat 80.000 Courantmark verloren. Und Christian hat außer seiner Mitgift von 50.000, die er vertan, schon an die 30.000 Vorschuss verbraucht, die sich vermehren werden. Seit seiner Abreise aus England ist er ohne Verdienst. In Bad Oeynhausen gebraucht er die Kur. Habt ihr einen Begriff von der Qual in meiner linken Seite? Gott wäre voll. Jetzt fällt nicht nur Claras Mitgift für immer, sondern ihr gesamter Vermögensanteil für unbestimmte Zeit aus der Familie hinaus. Und die Geschäfte gehen schlecht. Sie gehen zum Verzweifeln. Genau seit der Zeit, dass ich mehr als 100.000 an mein Haus gewandt habe. Wäre der Vater am Leben, er würde die Hände falten und uns alle der Gnade Gottes empfehlen. Tom. Sehr erfreut, mein gnädiges Fräulein, Sie zu sehen. Übermitteln Sie auch der Frau Konsulin, bitte, meinen ergebenen Dank für das Entgegenkommen, mich zu einem Antrittsbesuch zu empfangen. Ganz der Ihre. Noch eine Tasse Kaffee, Herr Weinschenk? Ja, gerne.
Ich will nicht von Geschäften reden, Frau Konsulin. Immerhin hat die Feuerversicherungsgesellschaft im vergangenen Jahr einen erfreulichen Aufschwung genommen. Sie sind aus Schlesien gebürtig? Aus Schlesien, Gnädigste. Mein alter Vater lebt noch dort. Und Ihre Familie? Alles wackere Menschen. Jedoch, ich schmeichle mir ein wenig, nicht so sehr Ererbtem meine Stellung zu verdanken, möchte mich, wenn Sie gestatten, eher einen Selfmade-Mann nennen. Meine Einkünfte, ich darf das hier einflechten, betragen derzeit 12.000 Courantmark pro anno. Nehmen Sie noch etwas Kuchen, Herr Direktor? Danke, nein, meine Liebe. Nehmen Sie vielleicht ein Glas Porto? Nein, danke. Zu liebenswürdig. Nun, meine Herrschaften, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse an meiner bescheidenen Person. Oh, entschuldigen Sie, ich hatte mich bereits bedeckt. Die Arbeit ruft. Ja, bitte. Guten Abend, Ida, du gute Seele. Wie geht es dir, du altes Möbel? Möbel, Tonichen, Tonichen. So spät noch hier, Kindchen? Ja, ich will noch zu meinem Bruder. Schläft Hanno? Ja, ja, schläft. Will ich in mein Gärtlein gehen? Will meine Zwiebeln gießen? Er träumt. Hängt da sonst zu niesen. Du stopfst, Ida. Ich kenne dich eigentlich gar nicht anders. Ja, ja, Tonichen. Was das Jungchen so alles zerreißt, seit er in die Schule geht. Geht er eigentlich gerne in die Schule? Nee, nee. Hätte lieber bei mir noch weiter lernen wollen. Das Aufmerken fällt ihm schwer. Und er wird sogar Schmiede. Der Arme. Hat er schon Schläge bekommen? Mein Bursche Kochani, aber nee. Sie werden doch nicht so hartherzig sein wollen, wenn das Jungchen Sie ansieht. Nein! Mein Gott, was ist ihm? Will ich in mein Gärtlein gehen? Will meine Zwiebeln gießen? Der Pavo. Er sagt seine Gedichte her. Steht da wirklich Männer da? Man sollte einmal ernstlich mit Grabo reden. Dr. Grabo kennt Hannos Unruhe. Er hat uns auch einen lateinischen Namen für diese Anfälle gesagt. Pavo Nocturnus. Hat er Angst? Ja, immer in der Nacht. Will ich in mein Gärtlein gehen? Mein Gärtlein. Es ist schlimm, Ida. Grabo wird alt. Er sieht zu und noch immer verordnet er Franzbrot und Taube. Kennst du ihn anders? Nein, aber ich glaube, dass es heute bessere Ärzte gibt. Auch Grabo hat die Zeit um 48 miterlebt. Doch neue Ideen haben ihn nie erregt. Er ist ein lieber, milder Mann. Ein Licht ist er nicht. Gute Nacht, Ida. Nein,
Da gibt es ganz andere Ärzte. Was Direktor Weinschenk angeht, Tom, so sehe ich weiter. Erika steht der Gesellschaft fern, wie ich. Mir scheint, das ist ein wenig deine eigene Schuld, Toni. Zwei Scheidungen. Das ist den Leuten einfach zu viel. Sie besucht keine Bälle. Sie hat kaum Gelegenheit, Herrenbekanntschaften zu machen. Ihre und Weinschenks Interessen kommen sich entgegen. Sie ergänzen sich. Er ist wie sie ohne gesellschaftliche Verbindung. Heiratet er sie, so gehört er zu einer der ersten Familien der Stadt. Und du meinst, ein solcher Beweggrund wäre ausreichend? Mit Permaneda weist er nicht die geringste Ähnlichkeit auf. Von Bendings Grünlich unterscheidet ihn seine Eigenschaft als solide, situierter Beamter mit festem Gehalt. Er hat Aussicht auf eine weitere Karriere. Sein Gehrock zeigt blanke Flecken. Seine Umgangsformen lassen zu wünschen übrig. Tom, die 17.000 Taler, die uns Herr Permaneda zurückgegeben hat, liegen für Erika bereit. Soll ich mich wehren, Toni? Es ist deine Sache. Also, Gott befohlen. Danke, Tom. Gute Nacht. Mama, wie findest du den rostbraunen Samt? Unmöglich, mein Kind, das passt nicht in euer Schlafzimmer. Altrosa ist eine so zauberhafte Farbe. Überlasse das mir. Ihr sollt es vornehm haben. In mein Zimmer möchte ich einen weinroten Vorhang haben, dazu dunkelgrüne Polster für die Stühle. Zeigen Sie mir alles, was Sie an Samt da haben. Ich muss es im Licht sehen. Mit dem Einverständnis des Direktors, ja auf seinen Wunsch hin, war beschlossen worden, dass Frau Antonie wenigstens vorderhand bei den Weinschenks wohnen und dass sie der unerfahrenen Erika im Haushalt zur Seite stehen sollte. Dies gerade war es, was in ihr die köstliche Empfindung hervorrief, als hätte niemals ein Bendix Grünlich, niemals ein Alois Permaneder gelebt, als zergingen alle Misserfolge ihres Lebens zu nichts, und als dürfe sie mit frischen Hoffnungen noch einmal von Neuem beginnen. Und es begann Toni Buddenbrooks dritte Ehe. Danke. Ja, ja. Bonjour. Seid glücklich, du gutes Kind. Bonjour. Mein Glückwunsch. Vielen Dank. Seid glücklich. Toni. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Alles gut. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Alles Gute. Gratuliere Ihnen. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Guten Abend, Frau Permaneda. Ihr Herr Bruder ist im Speisezimmer. Danke, Luise. Du bist es. Guten Abend. Schon zurück aus Pöppenrade? Wie geht es deinen Freunden? Danke, Tom. Armgard ist wohlauf. Aber du bist ja ganz einsam. Ja, du kommst mir sehr erwünscht. Gerda ist im Casino. Sie können abtragen. Tamayo gibt ein Konzert. Ich habe heute Abend so allein essen müssen wie der Papst. Und sonst? Wie geht es, mein Junge? Es geht. Aber sprechen wir nicht von Geschäften. Ich habe eine nicht ganz kleine Partie Rock, nicht sehr vorteilhaft, oder sagen wir anders. Eine große Partie
sehr unvorteilhaft verkaufen müssen. Ach, das kommt vor, Tom. Das passiert heute und morgen bringst du es wieder ein. Du solltest dir also nicht die Stimmung verderben lassen. Falsch, Toni. Meine Stimmung ist nicht gedämpft, weil ich Misserfolg habe. Umgekehrt. Ich habe Misserfolg, weil meine Stimmung... Aber lassen wir das. Dein Aussehen ist super. Die Landluft hat dir gut getan. Magen- und Nachtruhe, alles hat sich gebessert in ganz kurzer Zeit. Kuhwarme Milch, frischer Honig, ein reines Naturprodukt. Man gedeiht wie das Vieh und das Korn. Das Herrenhaus ist vornehm, an Wurst und Schinken ist kein Mangel. Ralf von Maiboom ist ein liebenswürdiger Mann. Aber auch ein junger Leichtfuß, ein Daus. Was du sagst. Armgard hat, wenn sie mit mir allein war, heftig geweint. Er spielt in Rostock, er spielt in Warnemünde und seine Schulden sind wie Sand am Meer. Ich bekam jedenfalls den Eindruck, dass mich die Leute nicht aus ganz uneigennützigem Antrieb zu sich eingeladen haben. Wieso? Das will ich dir sagen, Tom. Herr von Maiboom braucht Geld. Er braucht sofort eine größere Summe. Und da er die alte Freundschaft kannte, die zwischen seiner Frau und mir besteht und wusste, dass ich deine Schwester bin, so hat er in seiner Bedrängnis sich hinter seine Frau gesteckt, die ihrerseits sich hinter mich gesteckt hat, verstehst du? Das scheint mir in der Sache auf einen Vorschuss auf die Pippenrade Ernte hinauszulaufen, wenn ich nicht irre. Es kann sich hier nicht um einen Vorschuss handeln. Maiboom braucht 35.000 Courantmark. Donnerwetter. 35.000 Courantmark, die binnen 2 Wochen fällig sind. Das Messer sitzt ihm an der Kehle. Um deutlich zu sein, er muss zusehen, schon jetzt, sofort zu verkaufen. Auf dem Halm. Ich habe von solchen Geschäften hauptsächlich aus Hessen gehört, wo ein nicht kleiner Teil der Landleute in den Händen von Wucherern ist. Wer weiß, in das Netz welches Halsabschneiders Herr von Maiboom gerät. Halsabschneider? Mhm. Aber es ist von dir die Rede, Tom. Von dir? Von mir? Nun, ich halte diesen Vorschlag deiner Naivität und der Ratlosigkeit der Maibooms zugute. Ich verstehe dich nicht. Dir wird Gelegenheit gegeben, eine gute Tat zu tun und gleichzeitig das beste Geschäft deines Lebens zu machen. Begreifst du, wozu du mir rätst? Ich soll einen Menschen ausbeuten? Seine Bedrängnis ausnützen? Einen Wehrlosen übers Ohr hauen? Ihn zwingen, mir die Ernte eines Jahres gegen den halben Preis abzutreten, damit ich einen Wucherprofit einstreichen kann? Ihn zwingen? Aber er kommt doch zu dir. Ich bin kein Spekulant. Ich habe meine Überlieferung. Ein solches Geschäft ist von uns in 100 Jahren nicht gemacht worden. Und ich bin nicht gesonnen, mit derartigen Manövern den Anfang zu machen. Lass es gut sein, Tom. Du bist gereizt, ich sehe es wohl, ich will nicht in dich dringen. Was mich ärgert, ist nur der Gedanke, dass Maiboom ja doch und in jedem Fall auf dem Halm verkaufen muss. Wenn er sich umsieht, so wird er schon Käufer finden. Er wird schon einen finden, Tom. Und wenn es am Ende Hagenström sein wird. Oh ja. Man darf zweifeln, ob Hagenström die Sache von der Hand weisen würde. Siehst du wohl? Es ist albern. Wir sprechen hier mit einem großen Aufwand von Ernst über etwas ganz Unmögliches. Ich habe dich nicht einmal gefragt, was Herr von Maiboom eigentlich zu verkaufen hat. Ich kenne sein Gut nicht. Du musst hinfahren, Tom. Pöppenrade ist ein großes Gut. Ich weiß positiv, dass es mehr als 1.000 Sack Weizen bringt. Aber mir ist nicht bekannt, wie es um Roggen, Gerste und Hafer bestellt ist. Sind es 500 Sack von jedem? Mehr oder weniger? Ich weiß es nicht. Es steht alles ganz herrlich, das kann ich sagen. Aber ich kann dir nicht mit Zahlen dienen, Tom. Du musst hinfahren. Ich sehe mal nach Hanno. Schaut der Herr mich an als König, dünkt ihm meine Macht zu wenig. Ida, immer bist du fleißig.
Toni, mein Kindchen. War Thomas Buddenbrook ein Geschäftsmann? Ein Mann der unbefangenen Tat? Das Leben war hart und das Geschäftsleben war in seinem rücksichtslosen und unsentimentalen Verlauf ein Abbild des großen und ganzen Lebens. Oft genug von jeher hatte er Ursache zu zweifeln, dass er es jemals vollständig erlernen würde. Härte zuzufügen, Härte zu erleiden. Und es nicht als Härte, sondern als etwas Selbstverständliches zu empfinden. Horn ist durchsichtig, Glas ist durchsichtiger, Luft ist am durchsichtigsten. Durchsichtiger am durchsichtigsten. Mit J ist richtig, mein Jungchen. Durchsichtig schreibt man nicht mit CH. Mit J ist richtig, Jungchen. Mhm. Unsere Hedwig ist zwar sehr willig, aber den Kehricht auf dem Astrich ficht sie niemals ordentlich zusammen. Willig ist auch falsch. Man schreibt es nicht mit CH, mit J. Hast du verstanden, Hanno? Willig schreibt man mit G und nicht mit CH. Kann ich jetzt zu Mama? Musiziert wird erst, wenn wir das Gedicht geübt haben. Also komm, stell dich richtig auf. Wie heißt es? Schäfers Sonntagslied. Schäfers Sonntagslied von Uhland. Das ist der Tag des Herrn, ich bin allein auf weiter Flur. Noch eine Morgenglocke nur, nun Stille nah und fern. Anbetend knie ich hier, o süßes Grauen, geheimes Wehen. Als knieten viele ungesehen und beteten mit mir. Gut.
Nein. Herr, du mein Gott, dies geht zu weit. Sie honorieren mich, Sie bezahlen mich seit Jahr und Tag für meine Dienste. Ich bin ein Mann in bescheidener Lebenslage. Aber verzeihen Sie mir, ich rede offen. Das ist keine Musik, das ist das Chaos. Es ist ein parfümierter Qualm, in dem es blitzt. Das Ende aller Moral in der Kunst. Fühl, ich flehe Sie an, seien Sie billig. Und nehmen Sie die Sache mit Ruhe. Wagners ungewohnte Art im Gebrauch der Harmonien verwirrt Sie, mein lieber Freund. Aber glauben Sie mir, diese Musik ist Ihrem innersten Wesen wohl weniger fremd, als Sie annehmen. Gaukelei und Sophismen um Vergebung. Im Vergleich damit finden Sie Beethoven klar und überaus natürlich. Aber bedenken Sie, wie Beethoven genauso seine Zeitgenossen aus der Fassung gebracht hat, besonders die Traditionalisten. Und Bach, selbst ihm, mein Gott, selbst ihm blieb der Vorwurf nicht erspart. Es fehle an Harmonie und Klarheit. Gewiss, wie Sie sagen, er hat die moderne Harmonik erzeugt. Aber wodurch? Durch die vorwärtsschreitende Entwicklung des kontrapunktischen Stiles. Die Kontrapunktik, verehrte Frau. Ich warne. Solange meine Zunge mir gehorcht, warne ich vor den bloßen Experimenten der Harmonik. Ein wenig Musik naschen. Nun, was dürfen wir hören? Deine Mozart-Sonate? Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können. Schön. Ja. Eine ungestörte Nachtruhe ist eine gute Sache. Der gute Markus hat die Tafeln aufgegeben. Ich habe mich nicht gewehrt. Doch ich wollte heute, wir könnten den Tag ganz einfach ignorieren. Ignorieren, Tom? Meinst du, die ganze Stadt könnte seine Bedeutung vergessen? Weißt du, wie Fahrt entschieden hätte? Die Vergangenheit zu feiern ist hübsch, wenn man, was Gegenwart und Zukunft betrifft, guter Dinge ist. Sich seiner Fehler zu erinnern ist angenehm, wenn man sich einig mit ihnen weiß. Und sich bewusst ist, immer in ihrem Sinn gehandelt zu haben. Kurz, ich bin wenig aufgelegt, Feste zu feiern. Christian bricht sogar seine Kur ab und kommt. Er weiß, dass es eine Schande wäre, die 100-Jahr-Feier der Firma sang- und klanglos vorübergehen zu lassen. Und du weißt es auch.
Du bist vielleicht nur ein bisschen nervös. Obgleich gar keine Ursache vorhanden ist. Die Pöppenrader Ernte wird sich jedenfalls als glänzendes Geschäft erweisen. Du wirst schon sehen. Meine Liebe, ich wollte, ich hätte schon wieder verkauft. Ach, Tom.